So, jetzt gucken wir mal, ob das noch was wird heute. So, jetzt gucken wir. Das ist jetzt ein bisschen auch ein Test hier. Ob das mit den Einstellungen jetzt läuft. Jetzt warten wir mal ein bisschen. So. Irgendwie ist heute voll der Wurm drin. Irgendwie ist heute einfach voll der Wurm drin, ey. Leute, ich sag's euch. Aber sowas von. Mann, Mann, Mann. Okay. Hi, Vampire Girl. Gut, dass ich gerade auf Discord war und die Ankündigung gesehen habe. Ja, ich befürchte, dass jetzt viele nicht wissen, dass ich online bin, ne? Aber ich wollte jetzt noch mal testen. Ich habe jetzt die Einstellungen mal ordentlich runtergedreht. Eigentlich viel zu stark runtergedreht für die Upload-Geschwindigkeit, die ich eigentlich habe. Aber ich wollte mal gucken, ob vielleicht mein Internetkabel irgendwie einen Wackelkontakt hat und deswegen gibt es kurze Ausfälle oder ob einfach die Bitrate doch für die Schwankungen zu hoch eingestellt war. Jetzt gucken wir mal. Witzigerweise, ne, heute läuft alles schief, heute geht alles drunter und drüber. Witzigerweise konnte Streamlabs jetzt nicht mit YouTube verbinden. Beim Online-Gehen hat es gerade so gesagt, okay, ich hatte irgendeinen Fehler beim YouTube-Verbinden, keine Ahnung, let's start anyway, so ungefähr. Aber jetzt sind wir halt nur auf Twitch heute jetzt mal, keine Ahnung. Und jetzt starten wir mal nochmal Resident Evil 3 und jetzt gucken wir mal, ne, ich streame jetzt mal nochmal, wenn es gut läuft, eine Stunde oder vielleicht sogar ein bisschen länger, wenn wir Bock haben, schauen wir mal. Und ihr sagt mir bitte gerne, ne, ich brauche jetzt eure Adlersaugen, die über den Stream wachen. Sagt mir gerne, ob es Slowdowns gibt, ob es Hänger gibt, ob irgendwas kaputt geht oder so, ob es läuft oder nicht. Das würde mich jetzt sehr interessieren, weil ich habe jetzt die Einstellungen wirklich auf ein Minimum runtergedreht. Wie gesagt, eigentlich viel zu langsam für meinen Upload. Mein Upload sollte das Zehnfache von dem schaffen, was ich jetzt an Bitrate und an Qualität und so eingestellt habe. Das ist jetzt echt so ein extrem minimalistischer Test. Und jetzt gucken wir mal, ob das problemlos funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich mal gucken. Ne? Vielleicht liegt es wirklich am Router, vielleicht liegt es am irgendwie. Ups, warte mal kurz. Vielleicht liegt es wirklich einfach am Kabel auch, man weiß es nicht. Naja, okay. Genau, Privatstream jetzt quasi, es stimmt wirklich. Es sind jetzt gerade irgendwie 6 Leute da oder so. Gucken wir mal, ob noch mehr zurückfinden wieder, wenn wir jetzt ein bisschen streamen. Wie gesagt, ne, sagt mir gerne, wenn irgendwas ist, auch nur Kleinigkeiten, sagt mir Bescheid. Aber jetzt müssen wir mal rausfinden, was wir eigentlich machen. Wir haben jetzt die Haarklammer, wir haben die Kurbel und wir haben ein Kabel als Schlüssel-Item. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo wir hin müssen. Wenn irgendjemand von euch weiß, wo eins der Items benutzt wird, dürfte es mir jetzt gerne sagen, weil sonst irren wir nur ewig lang rum. Aber ich würde jetzt einfach mal ein bisschen zurücklaufen und da, wo wir schon waren, nochmal gucken, ob ich mich irgendwo an ein Rätsel nicht mehr erinnern kann. Der letzte Stream ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich gehe jetzt nochmal ins Restaurant. Tschüss, Smitty! Hey, vielen, vielen Dank. Stars! Das hat aber die Stimme nicht schön vorgelesen, oder? Das heitert mich jetzt ein bisschen auf. Dankeschön dafür. ich will dich nicht dazu bringen, dass du nochmal 100 Bits spendest, aber wenn du das nochmal machst, versuch mal irgendwie Leerzeichen zwischen die A's zu machen oder Punkte oder so, damit die Stimme das wirklich richtig ausspricht. Ich weiß nicht, wie man das am besten schreiben könnte. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, wenn da Wurm drin ist, ist der Wurm drin, ne? Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt läuft.
Hi, Frankie Tanky. Schön, dass du auch wieder zurück in den Stream gefunden hast. Gucken wir mal, wie lange der jetzt stabil bleibt. Hurra. Okay, ich schätze mal, das Restaurant ist nur blau und gilt noch als unerkundet, weil wir die Luke nicht öffnen können. Aber da helfen uns die Items, die wir jetzt gefunden haben, wahrscheinlich auch nicht unbedingt weiter. Hier brauchen wir irgendwas, das wir hier einsetzen können, was wir wahrscheinlich... Ich meine, ich habe ein Stromkabel, ne? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie uns das hilft. Ich kann auch nicht in das Elektrobecken, das wäre wahrscheinlich auch ungesund. Oh, Achtung, ich bin gespannt. Star-A-R-R-S-S-S. Star-A-A-A-A-R-R-R-S-S-S. Ich finde, das erste mit den Leerzeichen war schon sehr gut, oder? Hat mir gut gefallen. Dankeschön. Dankeschön, Chastity, für die Bits nochmal und für die tolle Star-Nachricht. Star-R-R-R-S-S-S. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1-11. So ungefähr. Sehr schön. Cool. Okay. Gehen wir mal wirklich noch mal ein Stück zurück. Keine Ahnung. Ich schaue mich mal noch mal ein bisschen in der Stadt um. Ja, genau. Stimmt. Ich kenne mich ehrlich gesagt auf Twitch leider nicht aus. Deswegen kann ich euch nicht mal sagen, wie es funktioniert. Aber ihr könnt, glaube ich, alle klippen, oder? Oder nicht? Kannst du jetzt nicht selber einen Clip machen, Just Smithy? Genau, hier könnte man eine Batterie einsetzen. Haben wir aber nicht. Sehr gut. Wartet mal kurz, ob ich das nochmal abspielen kann. Ob ihr das auch hört, weiß ich nicht. Star-A-R-R-R-S-S-S. Star-A-A-A-A-A-A-R-R-R-S-S-S-S. Sehr, sehr gut. Cool. Na, ist doch nice. Ups, warte mal. Falsch. So machen wir es. Okay, jetzt gucke ich nochmal, jetzt durchsuchen wir nochmal ganz genau die Kiste nach Schlüssel-Items, die wir haben. Ich gucke mal alles durch. Hier oben sind die verbannten Waffen. Dann haben wir sehr viel Heilung. Den Stein setze ich jetzt gleich mal bei der Uhr ein, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Hier haben wir jetzt ein Power-Cable. Ich weiß aber gerade nicht, für was wir das brauchen, und ein Feuerzeug. Weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt gehe ich erstmal schnell zum Kirchturmportal. Das ist super, oder? Und dann setzen wir schon mal den blauen Stein ein. Wer weiß, vielleicht passiert ja sogar irgendwas, wenn wir das machen. Ich spiele derzeit viel Raft. Das mit dem Floß, ne? Mit dem Floß, das man immer mehr ausbauen kann und wo dauernd die Haie im Wasser sind und man ab und zu so kleine Inseln ansteuert. Das habe ich gespielt, als es gerade relativ frisch rauskam. Da endete das leider relativ früh schon. Wenn man so die ersten Hinweise auf die Story kriegt, im Grunde war es schon vorbei, leider. Aber das habe ich damals irgendwie auch gern gespielt. Fand ich ganz cool. Aber das ist immer, wenn ich so Spiele im Early Access spiele, dann spiele ich mich schon teilweise so satt an denen, dass ich die dann gar nicht mehr spielen will, wenn die fertig sind. Und so geht es mir jetzt mit Raft. Oder ging es mir mit Raft auch einfach. Ich habe doch irgendwo auch einen Knopf, der mir direkt die Karte zeigt, oder? Da muss ich nicht immer genau so. Es gibt seit einer Weile die ganze Story, okay. Da schreibe ich extra einen Tipp mit hervorheben und dann wird er nicht gelesen. Echt? Ah ja, da oben, das habe ich wirklich ganz übersehen. Gibt es im Restaurant vielleicht irgendwo eine Eisenstange, mit der man die Luke öffnen könnte?
Ich hätte nichts gefunden. Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, gehen wir noch mal ins Restaurant. Aber da der eine Durchgang hier mit Drain Daimos wieder aufgefüllt wurde, habe ich irgendwas getriggert. Ich weiß nicht was. Aber irgendwas haben wir, glaube ich, getriggert. Oder die sind random erschienen, da bin ich mir nicht sicher. Aber wir können noch mal ins Restaurant gucken, ob ich was übersehen habe. Da war ich jetzt schon 4-mal drin, glaube ich. Aber ja, kann schon sein. Okay, jetzt setzen wir mal den blauen ein. Hallo? Da war ich leider schon wieder kurz weg, ne? Und Werbung kommt, perfekt. Ja. Ja, Leute. Das ist ärgerlich und ziemlich blöd. Das ist natürlich schade. Aber jetzt bin ich schon wieder da, ne? Aber wir hatten gerade wieder einen kurzen Ausfall. Ja, aber das ist jetzt... Vielleicht liegt es wirklich nur am Kabel. Ich bin relativ weit vom Router weg, deswegen habe ich ein ziemlich langes Kabel. Vielleicht muss ich einfach mal... Ich bestelle mal ein neues Kabel. Möglicherweise liegt es ja einfach nur daran. Jetzt hatten wir einen kurzen Ausfall. Machen wir mal weiter. Weil abgesehen von dem kurzen Ausfall gerade... Ups, jetzt verschiebe ich oben auch noch das da. Abgesehen von dem kurzen Ausfall gerade, der ja schon doof genug war, ist es ja eigentlich gerade ganz okay gelaufen, ne? Naja, ich habe ein paar Tipps für dich. Ja, dann her damit, Frankie Tanky. Ich hätte jetzt tatsächlich auch nach dem Stream, nämlich fürs nächste Let's Play oder so, in einem Guide mal nachgeguckt, weil wenn man gerade irgendwo hängt und nicht weiter weiß, ist es ja auch nur, ist ja langweilig auch irgendwo. Aber ich gehe jetzt mal nochmal ganz weit, ich wäre jetzt nochmal weiter zurückgegangen. Abgesehen von dem Ausfall war alles gut. Ich will nicht wissen, was die Rule 34 Community mit dem Tentakel von Nemesis, naja, ja. Ja, ich meine, ne, wie heißt es gleich nochmal, es gibt nichts, von dem es kein Hentai gibt oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das stimmt schon. Außer man wird sehr spezifisch. Dann nicht mehr. Na, je spezifischer du wirst, desto unwahrscheinlicher wird es. Aber solange du relativ generell bleibst, gibt es das alles. Und genauso kann man es, sage ich immer, mit einer Phobie, mit Phobie und Fetisch machen. Ich glaube, es ist ganz egal, was du nimmst. Du kannst an alles Phobie und Fetisch hängen. Und beides wird irgendjemand auf dem Planeten haben. Glaube ich. There's porn of it, heißt es, glaube ich, einfach nur, ne, der Spruch. Punkt. There's porn of it. Punkt. Okay, jetzt gucken wir uns hier nochmal ganz genau um. Nicht, dass ich hier was übersehen habe. Wir haben hier eine Nische. Nichts Auffälliges. Nichts Auffälliges. Wir haben eine Telefonzelle. Die Telefonverbindung ist disconnected. Wir haben hier eine auffällig rumstehende Tasche, mit der ich aber nicht interagieren kann. A switch for the drain. Aber ich kann damit nicht interagieren. Die Luke können wir nicht öffnen. Hier strömt irgendwie Gas aus. Flammable. Soll ich da mal drauf schießen? Quatsch. Warte mal.
Hä? Ah, jetzt. Achtung. Okay, soll ich mal das Feuerzeug benutzen? Restaurant im Kühlen, der Schrank mit dem Dietrich. Okay. Aber wo ist denn da im Kühlen ein Schrank mit dem Dietrich? Ich halte es für eine sehr blöde Idee, dass wir da mit dem Feuerzeug rangehen. Aber da steht, dass brennbares Gas ausströmt, ne? Das ist schon ein verdächtiger Tipp. Ich halte es für eine sehr dumme Idee, da mit dem Feuerzeug ranzugehen. Ich habe es nicht dabei. Müsste ich holen. It's locked with a simple lock. Ah, hier können wir was machen. Meinst du das mit dem Kühlschrank? Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Spannung steigt. Das Spiel hängt noch einen Cliffhanger ein. Und hier haben wir die Eisenstange. Okay. Alles klar. Gut, dass ich noch 100 Mal reingegangen bin. Ich verstehe es. Dann werden wir jetzt da mal nicht ein Feuerzeug dran halten, sondern wir benutzen stattdessen hier den Eisenhook, ne? Macht auch viel mehr Sinn. Danke für den Tipp. Ich glaube, das hätte ich jetzt tatsächlich gefunden. Nee, das Gas wäre dafür da gewesen, um Nemesis auszunocken. Okay. Schade. Dann gehen wir mal die Leiter nach unten. Mal gucken, was die so in ihrem Keller haben. Das Restaurant. Ob die wandelnde Leichen da unten haben. Zumindest haben die einen ordentlichen Wasserschaden. Da sollten die vielleicht mal jemanden rufen. Das ist auf Dauer nicht gut. Und sie haben Leichen im Keller. Zumindest eine. Na, da sind mehr. Habe ich mir gedacht. In Resident Evil 1, ne, da haben die noch ein bisschen gespart mit Gegner. Aber spätestens seit dem zweiten Teil gibt es kaum Räume, in denen wirklich nur ein einziger Zombie ist. Das sind Rudeltiere. Es macht ja auch Sinn, weißt du, wahrscheinlich sind die meisten infizierten Leute, die irgendwie Schutzräume aufgesucht haben. Und das sind... Ah, und dann haben wir den Green Gamma und so führt eins zum nächsten und wir kommen endlich weiter. Ach, schön. Na dann, war ja gar nicht so schlimm. Sehr nice. It's a freezer. Ach, mehr ist hier unten noch gar nicht. Na dann, kurz und schmerzlos. Auch nicht schlecht. Sehr schön. Ja, ja. Das ärgert mich jetzt trotzdem ein bisschen immer noch, ne? Dass wir so technische Probleme hatten und dass jetzt der YouTube-Stream nicht funktioniert. Und dass ich jetzt streame und ganz viele, die vorher noch dabei waren und vielleicht das auch gern gesehen hätten, wissen jetzt gar nicht, dass das Stream weitergeht. Also alles nicht optimal gelaufen, leider. Schade, schade. Es ist jetzt schon. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts, Leute. Konzentrieren wir uns auf das Positive. Und zwar, dass es bis jetzt, abgesehen von einem kurzen Ausfall, seit 19 Minuten einigermaßen stabil läuft, ne? Und den einen Ausfall ignorieren wir mal. Tun wir mal so, als hätte es den nicht gegeben. Das war, weiß ich nicht. Das gibt, den gab es nicht. Alles gut. Also, hier hoch, hier rüber und dann können wir zum Glockenturm. Super. Wir sind aber gerade immerhin 26 Leute. Ja, das stimmt, das ist eh cool. Aber ich glaube, es waren halt vorher auf Twitch so um die 50 Leute, ne? Und, wirst du das Remake des Super Mario RPGs Letter spielen? Und auf YouTube waren es nochmal so 100 Leute und da war halt schon ein bisschen was los einfach, ne? Aber gut, es ist okay, es ist egal. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich habe vor, mir das tatsächlich zu holen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde es mir holen. Ich werde es aber privat nur spielen. Ich habe jetzt auch abends immer Super Mario Wonder gespielt und mochte das echt sehr gerne. Ich finde, das ist seit langem mal wieder ein richtig gutes 2D-Mario. Ich fand diese ganzen 2.5D-Marios, die Nintendo seit der Wii-Ära raushaut, alle ganz nett, aber irgendwie, ne, so verglichen mit Super Mario Bros. 3 und World, boah, weiß ich nicht, ein bisschen uninspiriert vielleicht. Und Wonder hat mir jetzt aber echt wieder gut gefallen. Viele coole Ideen, fand ich nice. Und das Mario RPG hole ich mir jetzt vielleicht auch noch als nächstes.
Man kann ja als Nintendo Online-Mitglied für 100 Euro diese 2 Videospiel-Tickets sich kaufen, diese Gutscheine quasi, und dann kann man sich 2 Spiele pro Gutschein, also ein Spiel pro Gutschein holen, dann kriegt man quasi Vollpreisspiele für 50 Euro. Das finde ich immer einen ganz vernünftigen Preis. Und vielleicht hole ich mir wieder so ein 99-Euro-Ticket quasi und hole mir jetzt Super Mario RPG, und nächstes Jahr kommt bestimmt wieder irgendwas von Nintendo, das ich auch für so ein Ticket kaufe. Dass die verfallen nach einem Jahr, ist aber gemein, finde ich. Das finde ich echt gemein. Okay. Gut, jetzt wartet mal kurz. Jetzt müssen wir die Uhr noch einstellen. Ach so, nee, müssen wir gar nicht. Ich dachte, wir müssen noch irgendein Rätsel lösen. Weil da stand vorher irgendwas von der Öffnungszeit. Aber gut, okay. Okay. Neues Gebiet, neues Glück. Gucken wir mal. Da ist abgeschlossen. Stuck from the other side, won't open. Speichern wir auf F1, nicht F5. Ja, war alles das gleiche und wurde zu einem Einheitsbrei. Aber Wanda war gut, ja. Und RPG ist echt geil. Und das gibt sogar einen geilen Final Fantasy Referenz. Und sogar auch Remake exklusiv gibt es sogar noch Postgame Content. Okay, cool. Ich meine, es ist ja im Endeffekt einfach ein Square Enix RPG. Es ist ja quasi ein Final Fantasy mit Mario-Figuren. Das ist natürlich schon cool. Und ich bin ja ein großer Fan vom ersten Paper Mario. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also das erste Paper Mario ist, finde ich, das Beste ever. Da ist auch kein anderes Paper Mario drangekommen seitdem. Und Mario RPG ist ja so ein bisschen der Vorgänger von Paper Mario, zumindest spirituell. Und das habe ich nie gespielt. Das ist, glaube ich, damals auch im Original in Europa nie rausgekommen, ne? Insofern wird mich das umso mehr reizen, dass ich quasi Paper Mario... Nein, hätten wir die erst entrosten müssen. Super. Naja, müssen wir wohl noch was machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde es mir mal anschauen. Ist das ein DeLorean? Leute, ich glaube, da steht ein DeLorean. Chill, steig ein, wirf den Fluxkompensator an und wir drehen die Zeit zurück. Das wird alles nie passieren. Reise einfach ins Jahr 1930 und sorg dafür, dass Spencer nie geboren wird. Hat Spencer da schon gelebt? Ich glaube tatsächlich schon. Und sorgt dafür, dass er nie wieder von seiner Expedition nach Europa zurückkommt. So. Easy. Naja. Gut, können wir hier noch irgendwas machen? Es sieht eigentlich so aus, als müssten wir jetzt gehen. Was sagt der Text genau? Broken Hex Crank. It's here. I can't turn it without some type of help. Okay, ein sehr unspezifischer Hinweis. Some type of help. Am logischsten wäre irgendwie so eine schwere Rohrzange oder sowas. Aber gehen wir mal zurück. Zumindest haben wir das jetzt nicht mehr im Inventar. Mario RPG kam nur in Nordamerika und Japan raus, genau, ne? Ja. Bei dem Kurbelloch ist wieder dieses Schlumpfine-Bild. Jetzt muss ich nochmal schnell zurückgehen, was du mit Schlumpfine-Bild meinst. Das ist mir nicht aufgefallen. Hi Joker Andy, danke fürs Follow und schön, dass du hierher gefunden hast, trotz vieler technischer Probleme, die den Stream heute sehr zerbombt haben. Würde das nicht ein Paradoxon auslösen? Warum sollte man dann in die Vergangenheit reisen, wenn man das alles verhindert hat? Ja, möglich, ich weiß es nicht. Ach, das da oben, über der Kurbel meinst du? Ha, interesting. Sieht wirklich sehr schlumpfinemäßig aus. Ich meine, ich bin immer ein Fan von der Paralleluniversumstheorie.
ich bin ein Fan davon, weil es einfach, glaube ich, am leichtesten sich vorzustellen ist, ne? Dass damit Chill quasi ein Paralleluniversum erzeugen würde. Und es gibt zwar weiterhin das hier, das Abgefuckte, das Kaputte, aber sie erschafft eins, in dem Spencer nie irgendwie am Progenitor-Virus geforscht hat. Aber andererseits würde sie dann zurück in ihr eigenes reisen oder in das Neue. Tja. Es ist so ein bisschen wie bei Dragon Ball Z mit Trunks, ne? Trunks reist ja auch in die Vergangenheit und er schafft eine Zukunft, in der alles gut ist, aber dann muss er mit seinen neuen Kräften und Erfahrungen zurück in sein postapokalyptisches Universum und da die beiden Cyborgs nochmal alleine besiegen. Was er dann natürlich schafft. Ich würde gern mal wieder Dragon Ball Z schauen, aber ich glaube, mittlerweile sind Animes einfach so schnell und so abgedreht, dass mich die Kämpfe, die 15 Folgen dauern, einfach nur nerven würden, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So sehr ich Dragon Ball und Dragon Ball Z liebe, ich glaube, das kann man sich nicht mehr wirklich geben, ne? Ja, ich hab's gewusst. Arsch. Dafür wird dein Kopf gegen die Wand geboxt. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt gehen wir hier durch so einen komischen Gang und kommen dann zum Trolley. Na dann, ab geht's. Let's go! Hat schon mal jemand alle Informationen, die wir über Raccoon City haben, zusammengetragen und eine Raccoon City Map gebaut, so eine Rekonstruktion von Raccoon City? Das wäre interessant. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es da sehr viel widersprüchliche Informationen gibt. Leider, kann ich mir vorstellen. Weil ich schätze mal, es gab auch bei Capcom nie eine einheitliche Map von Raccoon City. Und da wurde wahrscheinlich einfach sehr viel zusammengepusht und zusammengebastelt. Aber ich glaube aus Resident Evil 2, 3 und Outbreak 1, 2 könnte man da schon so ein paar Informationen zumindest raussehen, wie die Stadt so aussehen könnte und wie sie aufgebaut sein könnte und da vielleicht so ein bisschen eine Map rekonstruieren quasi. Fände ich zumindest sehr lustig. Ich mag Raccoon City. Es gibt, ich habe ein bisschen auch Operation Outbreak gespielt. Nee, Operation Raccoon City meine ich. Und da ist man ja auch viel in Raccoon City unterwegs, aber da das Spiel nicht Kanon ist, könnte man argumentieren, dass halt einfach auch die Map von Raccoon City nicht Kanon ist, ne? Weiß man nicht. Aber zur Not würde ich auch aus dem Spiel Informationen nehmen, um Raccoon City zu rekonstruieren. Ich mag Raccoon City. Ich möchte da nicht leben wollen, aber ich glaube, Raccoon City ist wahrscheinlich so meine Lieblings-Videospielstadt tatsächlich. Also nur so als Tourist, ne? Als Videospieltourist. Nicht um da zu leben. In welcher Videospielstadt würdet ihr denn gerne am liebsten leben? Wohnen? So richtig, in real life. Mit allen Gefahren und so weiter, ne? Bedenkt das. Ha. Schwierig, ich weiß es selber nicht, wo ich gern leben würde. Gibt es irgend so eine utopische Superstadt, in der alles gut ist und alle glücklich sind? Und alle Händchen halten die ganze Zeit? Und da wär ich gern. Aber ich weiß es nicht. Du brauchst da einen Schraubenschlüssel, ja, das macht ja auch Sinn. Ich möchte sowieso immer noch lieber ernste Animes. Attack on Titans, Death Note, jetzt ReZero. Ich glaube, dass man immer Widersprüche und Lücken in der Lore hat, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, wie bei einem Tatverdächtigen, den man verhört und darauf hofft, dass er sich verplappert. Ja, sowieso, ne? Sowieso ist ja eh ganz klar, aber vor allem in so einer Franchise wie Resident Evil, wo halt immer wieder ganz verschiedene Leute und ganz verschiedene Teams dran sitzen und einen Ausfall hatte. Ja, wir waren schon wieder kurz weg, ne?
Wir waren wieder weg. Aber jetzt sind wir wieder da, oder? Wir waren wieder weg. Naja, schade, ne? Schade, schade. Ich muss echt mal gucken, woran das liegen könnte. Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Aber so schlimm war es in der Vergangenheit nicht, oder? Wir hatten ja schon öfter ein paar Lecks und so, aber das Toad Town, ist vielleicht ein bisschen langweilig in Toad Town. Könnte ich mir vorstellen. Naja. Okay. Na gut. Dann schauen wir uns mal das Dokument an, das wir hier gefunden haben. Solange es nur so kurze Aussetzer sind, kann ich damit leben. Mein Gott, was soll's. Wenigstens kam diesmal keine Werbung. Ich habe da, Twitch hat da ganz interessante Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann da quasi so ein bisschen festlegen, wie viel Werbung pro Stunde angezeigt werden soll. Und Twitch würde mich auch dafür belohnen, je mehr Werbung pro Minute ich schalte. Ich habe es tatsächlich jetzt so gemacht, dass, glaube ich, nur Pre-Rolls kommen, sonst nix. Also nur, wenn ihr auf den Stream geht, kommt eine Werbung. Dazwischen gibt es keine Werbungen, weil das bei einem Livestream einfach ein bisschen nervig ist. Aber Twitch hätte schon sehr gerne, dass ich da ein bisschen mehr Werbung reinhaue. Die Stadt, in der ich gern leben würde, wäre Diamond City. Oh Gott, wirklich? Ich nicht. Das ist mir zu postapokalyptisch. Alles verstrahlt und radioaktiv. Ich weiß nicht. Und dort als Travis. Aha. Na gut, also. Die Memo eines Mechanikers. Ich weiß, dass du verängstigt bist bei deinem neuen Job, Kevin. Also lass mich dir sagen. Sure that you and your also lass mich sicherstellen, dass du und dein Zug gut miteinander klarkommt. Weißt du, diese Waggons wurden 1968 gebaut und aus Europa importiert. Manchmal muss man da ein bisschen rumbasteln. Manchmal sind sie ein bisschen stur. Aber sie funktionieren immer noch, weil sie so simpel und stur und stark sind. Wir können uns immer auf sie verlassen. Wenn Sie mal einen schlechten Tag haben, haben Sie Fehlfunktionen. Man muss ziemlich gut auf Ihre Verkabelung achten, um Probleme vorzubeugen. Aber wenn du mal rausgefunden hast, was los ist, kann man es sehr leicht reparieren. Ich bin mir sicher, dass du diese lästigen kleinen Fehlfunktionen vermeiden kannst, wenn du jeden Tag die Teile überprüfst. Diese alten Züge haben mit Sicherheit Probleme, wenn du nicht regelmäßig nach ihnen schaust. Just remember that if you need... Denk einfach dran, wenn du irgendetwas erneuern musst... Musst du was Passendes wählen? Okay, alles klar. Danke für diese sehr gute Information. Wenn ich passend sage, meine ich, selbst wenn du keine Originalteile finden kannst, finde einfach was, das gut genug passt. Okay. Even with regards to oil, you must always prepare good quality. Also, und wenn es ums Öl geht, musst du immer hochqualitatives Öl für den Zug nehmen. Vergiss es niemals, Kevin. Ein Mann mag andere betrügen, eine Maschine nicht. Okay, alles klar. Und jetzt lasst mich raten, ich kann hier die Kabel aus dem Auto benutzen. Some of the parts seem to be out of order. The power cable is disconnected. The fuse is broken. Ach so, ich brauche auch noch eine Sicherung. Und ich brauche noch Öl von hoher Qualität. Aber das Kabel können wir jetzt wahrscheinlich schon mal benutzen, oder? Ja, das sieht gut aus. Aber ich brauche noch eine Sicherung und Öl. Sonst geht hier nichts. Na gut, na gut. Stardew Valley wäre tatsächlich eine gute Idee. Da habt ihr recht. Das stimmt. Disneyland. Harvest Moon. Die beiden letzten sind aus Harvest Moon. Einmal für den Game Boy Advance, einmal für den DS. Mineral Town.
Oder im Vergissmeinigtal. Ah, okay. Das sind gute Ideen. An sowas habe ich gar nicht gedacht, aber so cozy Farming Simulator. Das ist eine gute Wahl. Würdest du lieber in Retroville oder Bikini Bottom leben wollen? I'm a member of Stars. Was denn Retroville gleich nochmal? Und danke, Just Smoothie. Hey, is someone wounded back there? Oh, this looks bad. Jimmy Neutron, okay. Get ready! Fire! Also, da ich in Bikini Bottom leider ertrinken würde, lebe ich dann lieber in Retro City. Will. Wenn ich unter Wasser atmen könnte, Bikini Bottom ist schon auch gut, glaube ich. Wobei, ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten, abgesehen von SpongeBob und so, und selbst SpongeBob, leben eigentlich ein sehr normales Leben, nur dass sie Fische sind, ne? Sehr normal. Aber ich glaube, das kann man über Retroville auch sagen. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, wenn man in diesen Städten als normale Person lebt, die einfach nur im Job nachgeht. No. We no. can't trust her. We can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Jill, put this on. Jein. Ich habe jetzt irgendwie quasi bei Streamlabs mal die Stream-Einstellungen deutlich runtergedreht. Viel niedriger, als die eigentlich für meine Upload-Geschwindigkeit sein müssten. Und der Stream läuft jetzt definitiv viel stabiler und viel besser bei allen, die jetzt dabei sind, würde ich sagen. Aus irgendeinem Grund konnte ich jetzt auf YouTube nicht streamen. Also wir streamen jetzt gerade nur auf Twitch, weil der YouTube-Stream einfach nicht gestartet ist. Keine Ahnung, woran das lag, aber da kümmern wir uns dann morgen drum, dass wir das wieder hinkriegen. Aber trotzdem hatten wir jetzt in der halben Stunde, die wir jetzt streamen oder so, zwei kleine Ausfälle, wo einfach kurz alles weg war. Und ich weiß nicht, ob das wirklich an meinem Internetanbieter oder am Router liegt oder ob vielleicht einfach auch das Kabel einen Wackelkontakt haben könnte. Ich werde mal ein neues bestellen. Wir brauchen sowieso bald ein zweites für Marilyns Büro. Deswegen kann man da mal gucken. Aber ja, genau. Wir arbeiten uns schön langsam vor, was Probleme angeht. Ja, ich weiß nicht genau, wie der Doppelstream technisch funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob OBS dann zwei Streams gleichzeitig wirklich von mir raushaut oder ob die bei OBS landen und OBS verteilt die dann für mich, ne? Das weiß ich nicht genau. Aber das würde ich eben gerne auf jeden Fall nochmal testen. Jetzt, wo ich die Bitrate, die minimale Bitrate ordentlich runtergedreht habe, sollte es daran nicht mehr scheitern zumindest. Genau, jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt versuchen wir es nochmal und spielen nochmal ein bisschen und, Aktuell funktioniert es. Wenn es jetzt wirklich einigermaßen stabil bleibt, machen wir heute jetzt auch ein bisschen länger als 9, damit wir die verlorene Zeit ein bisschen reinholen. Ich glaube, das ist schon cool. Und dann gucken wir mal. Dass wir auch mal in Resident Evil 3 ein bisschen weiterkommen.
Aber ja, hey, ich muss, glaube ich, meine Meinung, dass Resident Evil 3 so ein bisschen so, ja, ganz okay, nett war, aber nicht so gut, muss ich revidieren. Ich find's super. Also, bis jetzt. Muss ich sagen. Ich habe natürlich zum zweiten Teil nostalgisch eine ganz andere Beziehung, aber eigentlich so neutral betrachtet, würde ich sagen, steht es bis jetzt dem zweiten Teil eigentlich nicht in viel nach. Mein Abend ist gerettet, das freut mich, dankeschön. Meiner auch. Ich war auch ein bisschen genervt jetzt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal angefangen, weil ich mir wirklich dachte so, ach komm, das ist ja voll doof. Nee, die freut mich jetzt auch. Dass es zumindest einigermaßen klappt anscheinend. Ist jetzt wirklich nur schade, ne? Ihr habt es auch gerade geschrieben, Mr. Set und Steffi, dass ihr eher zufällig jetzt mitbekommen habt, dass ich wieder streame. Das ist, geht halt jetzt wahrscheinlich vielen so, die das jetzt leider verpassen, aber da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das ändern kann. Kann man nichts machen. Aber passt schon. Alles gut. Alles okay. Genau, eben auf YouTube, aus irgendeinem Grund hat das Stream nicht starten können. Keine Ahnung. Besser später als nie, das auf jeden Fall. Ja, ich gucke auch, dass ich das für morgen wieder hinkriege. Ich weiß wirklich nicht, warum jetzt mir OBS... Also ich konnte auch gar nichts irgendwie verändern dran. Ich habe quasi den Stream gestartet und dann war so, okay, stelle Verbindung zu Twitch her, Häkchen, stelle Verbindung zu YouTube her, Häkchen. Und plötzlich kam eine Fehlermeldung, oh, ich habe doch keine Verbindung zu YouTube hergestellt und los geht's. Ne? Das war nicht so von wegen, willst du es nochmal versuchen oder hier musst du noch was an den Einstellungen ändern. Sondern das war so, nee, YouTube geht doch nicht, zack, los geht's, du bist online. War so, okay, na dann. Let's go. Genau, sowieso, da hast du recht, Dreadlex. Die Folge geht natürlich, so wie alle, auf meinem Let's Play-Kanal online. Genau, also verloren geht da nichts. Das stimmt. Da kann man es nochmal nachschauen. Ein unordentlicher Counter. Muss ich da jetzt auch wieder 50 Mal draufklicken, dass irgendwie ich irgendein kleines Easter Egg kriege? Nikolai. Ich habe ein gutes Gefühl bei Nikolai. Ich glaube, der ist eine ehrliche Haut. Der wird unser neuer bester Freund bestimmt. Na, ich meine, das ist ein Spiel aus den 90ern, das so auf amerikanisches Action-Kino macht und der hat einen russischen Dialekt. Was soll da schief gehen? Ah! Oh, hä? Oh nein, ist das sowas? Okay, das war leicht. Nee, ich muss wahrscheinlich wissen, welche Buchstaben ich aktivieren muss. Lass uns mal gucken, gibt es hier irgendwelche Hinweise? Oh, guck mal, das ist ein Umbrella-Schrank. Der wurde von Umbrella... Ich wusste gar nicht, dass Umbrella auch Schränke herstellt. Das ist ja interessant. Welcome. Schauen wir mal, ob da irgendwas steht. Nee. Nikolai ist eine ehrliche Haut. Ich glaube auch, ne? Ich guck mal in den Nebenraum. Ich gehe mal zu Nikolai, ob der was gefunden hat. Ah, guck mal. BAC, da haben wir es. Will you operate? Yes. Heißt das, ich muss die in der Reihenfolge drücken? Oder BAC sollen leuchten? Weil die Reihenfolge kommt mir so komisch vor. BAC würden leuchten. Es passiert leider nichts. Hm.
weiß ich es auch nicht. Ja, hallo, schön langsam trudeln die Leute wieder ein. Schön, das freut mich, dass ihr doch wieder herfindet. Genau, ich habe es jetzt doch nochmal versucht und tatsächlich scheint es jetzt sehr viel stabiler zu sein. Ich habe das jetzt schon mehrfach erklärt, deswegen sage ich es jetzt nicht nochmal, aber ich habe ein bisschen rumgebastelt und es ist jetzt besser, definitiv besser. Nikolai, was guckst du die Wand so komisch an? I hope it's not Chris's blood. Nothing special. Warum steht da BAC? Warum verstehe ich das Rätsel nicht? Ich kann auch das, was ich eingestellt habe, nicht resetten, glaube ich, ne? Oh! Jetzt ist irgendwas passiert. Hä? Was? Ich verstehe überhaupt nichts. Warum leuchtet jetzt das A? Ich verstehe das Rätsel nicht, Leute. Mir fehlt, glaube ich, irgendeine kritische Information hier. Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie ACC eingegeben und das stimmt nicht. Oh doch, ist... Okay, never mind. Das war natürlich genau, was ich wollte. Exactly as I planned. Perfekt. Gut. Das Rätsel hätten wir auch gelöst. Oh oh. Was machst du denn da, Nikolai? Er ist ein netter Kerl, aber er ist ein Tollpatsch, ne? Nikolai! Er ist einfach so ein bisschen Boatyard, würde man in Österreich sagen. Naja, Nikolai, sorry, mach's gut. Soll ich den Feuerlöscher vielleicht holen? Was passiert da gerade? Nein, nicht den DeLorean! Das war's dann auch mit unserem Zeitreisenplan leider. Nikolai hat wieder unsere ganzen Pläne zerstört. That escalated quickly. Na dann, let's go. Ich nehme jetzt mal das Kraut. Dann haben wir einen Platz frei und Lebensenergie haben wir auch. Laden wir mal alles ein bisschen nach. Ich könnte mal, wenn wir das nächste Mal in den Speicherraum kommen, schaue ich mal, dass wir ein bisschen Schrobflintenmunition craften. Ich glaube, A, B ist Schrobflintenmunition, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwo habe ich eine Anleitung dafür. Die kramen wir raus. Okay, jetzt passt auf. Wir haben jetzt zwar das Öl, das in den Zug gehört, aber uns fehlt noch eine Sicherung. Wo kriegen wir denn jetzt noch eine Sicherung her? Ich gehe jetzt mal nochmal zum Eisenbahnwagen und gebe das Öl ein, weil eventuell ergibt sich dann was heraus. Immerhin habe ich gerade gesehen, wie Nikolai stirbt. Ja. Bei mir kann man in der Tankstelle vor allem nicht Nikolai, sondern Carlos. Interessant. Ja, es gibt ja tatsächlich ein paar so Kleinigkeiten, in denen das Spiel auseinandergehen kann. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob die im Original dritten Teil das Ende beeinflussen. Ich glaube, man hat immer die Wahl, welches Ende man wählt, wenn es dann soweit ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es Entscheidungen gibt, die einem das Ende komplett verstellen. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher gerade, wie das beim Original dritten war. Eben. Deswegen glaube ich nicht, dass der jetzt wirklich tot ist. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Ohne Witz, ich weiß wirklich nicht sicher. Aber das war schon mal richtig hier, dass wir zurückgegangen sind. Trinken nicht vergessen, da hast du recht. Don't come any closer!
auch gern die Waffe. Ich hätte die Waffe, aber wir haben gesagt, wir benutzen die nicht. Also ich hab's gesagt. Warum sind es nur Polizisten-Zombies? Wie viele Polizisten waren hier? Warum sind alle Zombies? Meine Güte, hat er die zersplattert. Schon ein echter Actionheld. Mikhail, do you have some kind of death wish? My people, they were wiped out by these monsters. I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them? You don't seem to understand something. Ist wirklich ein bisschen komisch, die Katze. We're not really involved with the company. Chill, wir haben schon so viele umgebracht gerade. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that. And right now that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. Na dann. Eine Donutladen, deswegen so viele Polizisten, wahrscheinlich. Sorry. I feel so useless. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. In peace. I could not save my men. Ich glaube, der ist in Wirklichkeit der Oberböse. Obviously. So, benutzen wir mal das Öl. Oh nein. Wir müssen das Öl... Das Öl ist noch gar nicht fertig. Wir müssen das noch mit irgendwas kombinieren. Es stand ja auch drin, wir dürfen nur die feinsten Öle des Landes benutzen. Wahrscheinlich müssen wir das Öl irgendwie noch in den Ölreiniger. Es gibt so viele Tasten, die verschiedene Menüs öffnen. Gut, okay. Dann sind wir jetzt erstmal hier wieder in einer Sackgasse gelandet. Wie wir zur Substation kommen, weiß ich jetzt nicht. Wir haben auch noch keine Batterie für den Aufzug gefunden. Downtown Girl. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, warum die Tür verschlossen war. Ich glaube, die war von der anderen Seite verbarrikadiert, wenn mich nicht alles täuscht. Also so wie es aussieht, kommen wir jetzt gerade hier nicht weiter. Da 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 da. Irgendeine Taste. Ah, hier. Wir können noch mal... Downtown sind wir. Wir können noch mal Uptown gucken. Uptown gibt es tatsächlich ein paar Türen, die ich nicht geöffnet habe. Aber ich glaube, das ist nur der Kleiderladen, ne? Das ist der Bonusraum. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir nicht mehr ab... Oder ich habe wirklich... Habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht. Uptown Girl, sie lebt in ihrer Weißbrotwelt. Singt das nicht? Homer hat doch auch irgendwie so einen eigenen Text davon. Mit Olivenöl versuchen. Die Tram ist eine Diva, ja, das stimmt. Sagt Homer nicht Weißwurstwelt, das kann schon sein. Ich weiß es nicht. So, komischer toter Kerl. Was machen wir denn jetzt? Ach, guck mal, du hast tatsächlich was für mich. Schrotflintenmunition. Na dann, nett. Dankeschön. Na dann, tschö. Das ist Thomas' deutsche Version. Und nein, es sind den Text schon richtig mit Weißbrotwelt, nicht Weißwurst. Aha, okay, ich weiß es nicht mehr. Es kann alles sein. Ich glaube euch das. Aber ja. Homer ist auf Deutsch schon echt gut, ne? Ich habe auch Simpsons viel auf Englisch geguckt und natürlich funktionieren da viele Wortwitze besser und so weiter. Aber gerade der deutsche Homer ist einfach schon sehr, sehr gut. Das haben die schon sehr gut gemacht. Währenddessen finde ich, dass Futurama auf Deutsch leider bei weitem nicht so gut funktioniert wie im Englischen. Aber der deutsche Homer ist der Hammer. Der ist irgendwie fast ein bisschen nämlich sympathischer. Oh, lebt aber der Originalsynchronsprecher von Homer eigentlich noch? Ich habe schon lange nicht mehr Simpsons geguckt. Die neueren Staffeln kenne ich alle nicht.
Ich weiß nicht, ob der schon eine neue Stimme hat. Ich weiß, dass Marge mindestens schon zweimal gewechselt hat, ne? Naja. Was war denn da oben? Was war denn da oben? Warum ist denn das nur... Ach, da war die Tankstelle. Ja, die ist jetzt dann nicht mehr, das stimmt. Der ist leider gestorben. Ja, da habe ich befürchtet. Der war ja auch schon sehr alt. Aber der war einfach perfekt. Der war ein großartiger Humor. Der hat echt dafür gesorgt, dass Humor im Deutschen einfach noch sympathischer wirkt. Genauso witzig, aber irgendwie auch liebenswerter noch als im Englischen. Mochte ich schon sehr gerne. Hast du mitbekommen, dass nach 10 Jahren Disney Plus nun eine 11. Staffel von Futurama rausgebracht hat? Ja, so schlecht wie es klingt, und Homer im Deutschen wurde ersetzt, weil er gestorben ist. Ja. Ich hab's mitbekommen, aber ich hab sie nicht geguckt. Aber ich fand, ich weiß wirklich nicht, ich fand Futurama schon immer ein bisschen durchwachsen. Ich finde manche Folgen und Passagen aus Futurama liebe ich total. Und weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, Digga. Eine Bronzestatue? Ich weiß nicht. Ist das Bronze? Wo ist das Bronze? Naja, vom Raccoon-Bürgermeister Michael Warren. Da ist ein Knopf. Möchtest du ihn drücken? Nein. Warum gibt es überhaupt die Option, oder? Die ersten beiden Staffeln waren geil, danach nicht mehr. Ja, ne, die hat schon abgebaut ein bisschen. Ich mochte auch diese neue Serie von Matt Groening nicht so gerne. Ich habe die schon auch geguckt und fand die nett, aber fand ich auch nicht so gut. Wie hieß die? Mit dieser Fantasy-Mittelalter-Dingens da. Fand ich ihm nur nett, aber nicht gut. Ah, übrigens, danke nochmal, Just Ready, für die 100 Bits natürlich auch. It's holding something in its hand. Ah, sehr gut. Hey, wir müssen irgendwas mit unserem Inventar machen. Es hilft, wo ist denn die nächste Kiste? Ja, okay, der nächste Safe Room ist nicht weit weg. I'll be back. Dann räumen wir kurz unser Inventar leer und kommen wieder. Ich speichere kurz. Nett ist der Bruder von. Ja, aber ich meine das wirklich nicht so. Also. Disenchantment. Ja, ja, genau. Dankeschön. Ich meine es wirklich nicht böse, wenn ich nett sage. Sondern halt einfach nur so, ja, kann man sich geben, ne? Hat ein paar nette Gags drin. Kann man schmunzeln, alles gut. Aber ist jetzt nichts, wo ich dass ich irgendwem wirklich weiterempfehlen würde, so, ne? Wo hat Jill eigentlich den Ölkanister eingesteckt? Wo haben alle Resident Evil Charaktere alles eingesteckt? Und warum braucht ein winziger Schlüssel so viel Platz wie eine Schrotflinte teilweise? Der Hammerspace halt. Da, wo alle Videospielfiguren ihr Zeug haben. Der Ort, der nicht hinterfragt werden darf. Okay. Den wird mal wieder aufgeräumt. Nochmal speichern. Let's go. Sehr schön, ne? Der Stream war schon lange nicht mehr so stabil, habe ich das Gefühl. Sehr. Wo kommt denn ihr plötzlich alle her? Was ist denn jetzt los? Slenderax, vielen, vielen Dank für die Bits. Sehr nett von dir. Wer hat denn hier ganz viel Zombies wieder in die Allee gecheatet? Respawnende Gegner, ich bin kein Fan davon. Also wenn es irgendeinen Grund gibt, warum Gegner neu positioniert werden, ne, dann ist es absolut cool natürlich. Aber einfach so zufällig respawnende Gegner, ich bin sehr dagegen. Habe ich auch einen Grund, warum ich Alan Wake 2 nicht mag. Sollte man meinen, ne, wenn Gegner auftauchen, ist man auf dem richtigen Weg. So finde ich es gut, wenn Gegner eingesetzt werden. So muss das sein. Aber warum die jetzt gerade an der Stelle erschienen sind, ich habe nichts Story-Relevantes gemacht im Grunde. Ich bin in den Safe Room, habe mein Inventar gemanagt, bin raus, neue Gegner. Ha,
Weird. Deswegen glaube ich tatsächlich, die sind einfach so random gespawnt. Macht ja in der Stadt Raccoon City auch Sinn, dass die überall aus ihren Häusern kriechen und so. Ich bin aber so spielmechanikmäßig kein Fan von respawning Gegnern. Ich komme gerade von Mortal Kombat. Hast du das absichtlich so komisch geschrieben? Weil dann verstehe ich den Wortwitz nicht. Aber Mortal Kombat 1, also One, also das Neue jetzt, das Reboot der Reihe, würde mich tatsächlich ja schon interessieren, muss ich sagen. Hätte ich schon auch Bock drauf. Mortal Kombat war schon immer lustig. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, dass die das jetzt komplett rebooten, aber ehrlich gesagt war die Story auch schon all over the place und so. Vielleicht war es schon eine gute Entscheidung. Immerhin haben sie storytechnisch hier eingebaut. Das wurde ja im Vorgänger schon angedeutet, dass Liu Kang im Grunde das Universum neu erschafft, weil er jetzt der Feuergott ist. Insofern ist das ja auch okay. Das Bronzebuch aus Eisen. Ja, oder aus Stein oder so, ne? Das ist schon komisch. Das Bronzebuch. Ich weiß nicht, wie Bronze aussieht, wenn das stark verwittert. Könnte schon sein, dass das dann... Ich stelle mir Bronze anders vor. Naja. It says give knowledge. Wo war denn jetzt der Elektrobrunnen? Ich glaube, der war irgendwo beim Restaurant. Und das Restaurante war das da. Oder? Ich glaube schon. Gehen wir einfach mal die Gasse entlang. PMP Battle Royale bei Ben and Paper. Ah, okay. Das sagt mir nichts. Die Zombies kommen da tatsächlich immer, wenn ich mich nicht gerade sehr irre. Okay. Ne, eben, das denke ich mir auch. Eher so rötlich-orange mit Grünspan drauf. So ins Grünliche gehen, vor allem an den Kanten. So würde ich mir das eher vorstellen, so ein Bronzebuch. Und nicht irgendwie einfach grau. Ich frage mich, ob das ein Übersetzungsding ist oder keine Ahnung. Nein, komm mir nicht so nahe, der kriegt mich nicht. Glück gehabt. Hier ist ganz schön was los, ey. Es könnte schon sein, dass die getriggert wurden, weil ich das Statuenrätsel gelöst habe. Mich wundert nur, warum die nicht da waren, als ich in den Safe Room gegangen bin. Wisst ihr, was ich meine? Naja, wer weiß, wer weiß. Es gibt ja ein paar Resident Evil Spielen, auch in den klassischen, vereinzelt ein paar Locations, in denen tatsächlich Zombies wieder spawnen. Auch schon im ersten Teil im Labor, die nackten Zombies. Und auch da schon war ich kein Fan davon. Auch wenn es nur so eine kleine Passage ist, da ist es ja eher wurscht. So, geben wir das Buch, das Knowledge bringt, in den Dingens. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt. Aber vielleicht ist jetzt das Wasser nicht mehr elektrisch oder so, wenn wir den Kompass nehmen. Aha, tatsächlich. Sollen und können wir das Buch jetzt wieder rausnehmen? Tatsächlich. Okay. Gut. Ich gebe jetzt mal der Statue den Kompass in die Hand, oder? Ich habe gerade keine Ahnung, was wir ansonsten damit machen. Ich versuche das mal. Moment mal, bin ich hier richtig? Nee, absolut nicht. Gut. Perfekt, dann läuft ja alles nach Plan. Dass da oben diese Palette wankt, verwirrt mich. Aha! Macht gar nichts. Damit hätte ich wahrscheinlich ein Drain Daimos töten können, ne? Schade. Kann man nichts machen. Hallo, gibt es eigentlich das System noch, dass man als sehr großzügige Spende bestimmen darf, welches Spiel du zockst? Wie damals mit Ramsey und Sakurak. Das ist tatsächlich leider so ein bisschen im Sande verlaufen.
Ich habe ja tatsächlich immer noch zwei Leute, die auf Patreon da mit 100 Euro super großzügig sind. Aber das machen wir tatsächlich schon länger nicht mehr. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Aber vielleicht, weiß ich noch nicht, wenn wir mit allen Resident Evil Spielen durch sind. Weiß ich nicht, ob man sowas wieder einführt. Aber aktuell nicht, nee. Bam. Warum würdest du dir was wünschen wollen? Nicht, dass ich versprechen würde, das zu spielen, aber nur aus Interesse, was es wäre. Oh nein, da waren aus irgendeinem Grund sehr viele Krähen in diesem Kleidungsgeschäft. Okay. Warum nicht? Aber das ist gut, dass da Krähen sind, weil das bedeutet, ne, wahrscheinlich bin ich auf der richtigen Spur. Jetzt, wo ich wieder öfter Let's Plays und Streams mache, könnte man sowas tatsächlich wieder einführen, ne? Muss ich schon zugeben. Jetzt zeigt uns sein Hintern. Das ist aber nicht sehr nett. Und jetzt ist da eine geheime Klappe mit einer Batterie. Natürlich! Wer hat diese Stadt designt? Was ist hier eigentlich los? Was ist Raccoon City für ein Ort? Dann gibt es aber trotzdem erstmal eine kleine Spende. Dankeschön, das ist auf jeden Fall sehr nett von dir. Freut mich sehr. Also was es aktuell zu dem Thema gibt, ist natürlich das Ziel da oben, ne? Also da kann man sich nicht wirklich aussuchen, was gespielt wird, aber es gibt nach Dino Crisis Silent Hill, wenn die Subs erreicht werden, während ich Resident Evil 3 spiele. Aber das ist so aktuell das Einzige, wie man wirklich mitbestimmt, was wie gespielt wird. Genau. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die 200 Bits. Okay, jetzt haben wir die Batterie. Wo gehörte die gleich nochmal rein? Hier hinten, genau. Ich kann mich schon wieder erinnern. Es ist schon lustig, ne? Im ersten Teil waren wir in einem Anwesen, das ein exzentrischer Millionär oder sogar Milliardär irgendwie von einem weltberühmten, verrückten Architekten, oder er war nicht verrückt, aber sehr besonders, ja. Und er hat absichtlich viele Fallen und Geheimgänge und alles Mögliche eingebaut, schön und gut. Und dann sind wir im zweiten Teil in einem Polizeirevier und das ist genauso weird wie die Villa. Und erst das Remake, glaube ich, erklärt, dass das mal ursprünglich irgendwie ein Museum war und bla bla bla, okay, meinetwegen. Und jetzt in Resident Evil 3 ist einfach die ganze Stadt so. Einfach die komplette Stadt. Trevor hat die ganze Stadt als einziges riesiges Rätsel designt und irgendwelche Autobatterien in irgendwelchen grauen Bronzestatuen versteckt, weil why not? Es ist komplett verrückt. Ich glaube, Raccoon City war schon vor der Zombie-Apokalypse ein sehr spezieller Ort anscheinend. Hallo ADAC, ich brauche eine neue Autobatterie. Jo, alles klar. Wir müssen noch schnell zum Glockenturm und der Statue den grauen Bronze-Kompass in die Hand geben, weil da haben wir unsere Ersatzbatterien gelagert. Aber dann kommen wir gleich zu Ihnen. Alles gut. Bis gleich. Okay. Let's go. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die muss ich jetzt noch laden oder so. Puh. Jeder muss erstmal Rätsel lösen, um nach Hause zu kommen. Ja, ich will gar nicht wissen, wenn man einen Ausweis neu beantragen will oder sowas, was da im Rathaus los ist, was man da erstmal für Kombinationsrätsel lösen muss, damit man überhaupt einen Termin kriegt, damit der Automat eine Nummer ausspuckt. Oh, hier ist ganz schön viel los. Erstmal ein bisschen, ne? Meine Güte! Party!
Aber mich würde es trotzdem interessieren. Hast du schon geschrieben? Schreib mal, was das für ein Spiel wäre, das dich interessieren wäre. Flützerkrone. So. Tot. Nice. Passierschein A38, genau. So in der Richtung. Der wahre Horror ist das Raccoon City Community Center. Wie war das Wort gleich nochmal? Ich find's so weird. Ich kann es mir nicht merken. Das so und so Building. Melissifus Building. Der Kasten sieht irgendwie weird aus, als sollte ich da irgendwas machen können, aber ich kann nichts machen. Ich hab's mir auch gedacht, ne? Voll die Claire-Zombies. Aber voll. Das Elektrostromwerk. Oh nein, it's locked from the other side. Wo müssen wir denn dann? Ach so, okay, alles klar. Das ist schon wahrscheinlich die witzigste Parodie in allen Asterix-Filmen, oder? Das Haus, das Verrückte macht, weil das ist so nachvollziehbar. Und schön zu sehen, dass es nicht nur in Deutschland so schlimm ist. Das kennt wahrscheinlich jeder und jede. Aber... und, nicht aber, ich find's auch mega lustig, dass tatsächlich The Witcher das aufgegriffen hat. Dass es in dem Witcher-DLC auch diese Passage gibt, wo teilweise die Texte 1:1 nachgesprochen werden. Wo Geralt, ich weiß gar nicht mehr, was er im Spiel braucht. Auch irgendeinen Passierschein oder irgendeinen Ausweis, ich weiß es nicht. Und da ist einfach genau das Gleiche parodiert. Das ist schon super. Wenn man den Transformer bla 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 manuell Mode. Be careful not to let it exceed maximum levels. Will you set the device to manual mode? Yes. Okay. Transformer, Supplies Tower, will you push the switch? Yes. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir das Maximale nicht überschreiten. Ich habe keine Ahnung, was das Maximum ist. Und ich habe keine Ahnung, was die verschiedenen Pfeile bedeuten. Okay, Reset. Ich cancel mal nochmal kurz. Steht irgendwo, was das Maximum ist? Voltage Control, the lock will be 15 bis 25 Volt. Also wirklich sehr wenig. Okay. Blau. 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 Oh, okay, das war zu wenig. Versuchen wir es nochmal. Okay, wartet. Dann machen wir mal rot. Blau. 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 Nice. Es ist immer super, bei Blood and Wine ist das, genau. Es ist immer super, wenn ich so das Spiel spiele und nebenbei in den Chat gucke und dann immer so gegen die Wand laufe oder irgendwas gar nicht mitkriege. Die Fuse haben wir, sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch rausfinden, mit was und wie wir das Zombies. Mit was und wie wir das Benzin mischen müssen, damit wir... Kämpft. Wir kämpfen. Increasen wir den elektrischen Output und elektrocuten wir alle. Um Gottes Willen, Chill. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Multikill. Sehr gut. Multikill. Gut gemacht, Chill. Finde ich sehr schön.
Wir haben hier noch ein paar verschlossene Türen. Old emergency exit. Won't turn. Okay. High voltage control room. 115 bis 125 Volt. Okay, dann machen wir rot. 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 Und blau. Schade. Okay. Dann machen wir mal genau das gleiche, was wir vorher gemacht haben, nur andersrum. Blau. Und jetzt rot. 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 Nee, viel zu hoch. Okay, dann machen wir blau, blau, rot, rot. Das wird sein. Guck. Es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Man muss nicht mal mitrechnen, weil es eh nur so wenig Möglichkeiten gibt. Okay. Let's go. Oh, was bist du denn, Wunderschönes? Etwas, das ich nicht mehr tragen kann. Herrlich. Aber I'll be back. Du bist ein Granatenwerfer oder so. Ich weiß es nicht genau. Ehrlich gesagt, ich erkenne es nicht. Ja, die holen wir uns definitiv noch. Wo ist denn der nächste Safe Room? Der ist leider ein Stückchen weg. Also es ist eigentlich nicht sehr weit, aber ehrlich gesagt... Ah, es tut mir ein bisschen weh, aber es hilft ja nichts. Verschwenden wir lieber ein bisschen Heilung. Ich habe genug Heilung. Und holen uns dafür das da. The G-Launcher. Ah, damit kann ich den G-Virus verschießen und alles in noch viel schlimmere Mutanten verwandeln. Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Ausgezeichnet. Okay, gut. Ich glaube, dann gehen wir wirklich wieder. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der Kontrollraum irgendwie von beiden Seiten unzugänglich ist, ne? Wieso kommen wir da nicht rein? Oder kommen da jetzt gleich irgendwie Zombies raus, wenn ich von der anderen Seite vorbeigehe oder sowas? Rusty Knob won't turn. Na, okay. Oder wir brauchen irgendeinen Rostlöser oder so. Keine Ahnung. Wer weiß. Ja, die Waffe gegen Lebendes. Aber die hat jetzt noch normale Granaten. Ne? Die Waffe gegen Lebendes ist ja explizit Säuregranaten. Hätte schon geantwortet. Ach so, das habe ich anscheinend übersehen. Um mich auf einen bestimmten Titel zu beschränken, möchte ich mir noch einige Gedanken machen. Gerade fällt mir Cave Story, Machinarium oder vielleicht ein Final Fantasy Teil aus der PS1-Ära ein. Ah, okay, okay, okay. Genau, Säure. Komisch. Ich brauche wahrscheinlich irgendeinen Rostlöser. Und was das da für ein roter Kasten ist, ne? Würde mich schon interessieren. Aber gut. Wahrscheinlich müssen wir später nochmal herkommen. Jetzt haben wir erstmal die Sicherung. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zum Zug. Und ich schätze mal, im Zug wird dann wieder irgendwas passieren oder so. Keine Ahnung. Bringen wir eins nach dem anderen. Oh, Castlevania 64. Mhm. Ja. Castlevania 64 war schon auch sehr cool. Mochte ich auch gerne. Aber auch sauschwer. Ich habe das tatsächlich nie durchgespielt, weil ich bei dieser Quecksilberstelle einfach nicht mehr weitergekommen bin. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Vielleicht hätte ich einen anderen Weg gehen müssen oder so. Ich habe es einfach nicht geschafft, das Quecksilber zu transportieren, ohne mich selber damit in die Luft zu sprengen. Es ging einfach nicht. Und das hat mich so frustriert, ich habe es dann abgebrochen. Ich habe dann auch den Nachfolger noch gekauft, wo man diesen Werwolf spielt. Und das war auch ziemlich cool. Aber da bin ich auch am Anfang sehr früh schon sehr stark verzweifelt an einer Passage, wo hinter einem so der Turm zusammenbricht, während man so eine Spiraltreppe hochläuft. Um Gottes Willen. Das war auch sehr, sehr schwierig. Laufe ich gerade irgendwie voll einem Blödsinn zusammen? Nö, eigentlich nicht. Na dann, war gerade komisch. So, gehen wir mal kurz ein bisschen Inventar managen.
Vielleicht hättest du auf den Rostkasten schießen können. Und das hätte den Zombie am Anfang geschadet. Was? Ach, auf den roten Kasten. Ich war in meinem Kopf immer noch voll auf diese verrostete Tür. Deswegen. Ich packe jetzt das Buch mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt wirklich nochmal brauchen. Das stimmt, ne? Rot, Videospiellogik. Na, sollte in die Luft sprengen, das stimmt. Das Maschinenöl. Ja, ich nehme es mal mit. Und den Granatenwerfer packen wir jetzt mal vorübergehend hier rein, würde ich sagen. Ich nehme es mal mit. Warte mal, da ist ein Kanister. Nee, leider nicht. Dann speichern wir erstmal auf F1, nicht F5. Puh. Da gab es schon auch einige zweifelhafte Designentscheidungen. Letzte Stufe vom Endboss ist mega schwer. Ja, ja, das glaube ich. Aber das ist so ein bisschen Tradition. Ne? Der letzte Boss in Castlevania muss mega schwer sein. Würde gern sehen, wie du dran verzweifelst. Ja. Gerade, ich kann mir auch vorstellen, dass Castlevania 64 aus heutiger Sicht nicht mehr das komfortabelste Spiel zu spielen ist, ne? Aber das war schon cool. Schon in den... Oh, das war gerade komisch. Ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob da gerade... Aha! Gut. Das macht natürlich die Jumpscares ein bisschen kaputt, dass immer bevor Gegner irgendwo rausplatzen, das Spiel erstmal kurz stehen bleibt. Aber ich habe wenigstens meistens, wenn das Spiel hängt und in Türsequenzen Zeit, ein bisschen in den Chat zu gucken. Das ist eigentlich echt ganz praktisch mit den Türsequenzen, ne? Immer wieder habe ich so ein paar Minuten, um mal kurz den Chat zu scannen. Immerhin. Ist ja immer schwierig, gleichzeitig spielen und auf den Chat achten und so. Die Burschen sind lustig geflogen. So, ich hoffe, ich bin hier überhaupt richtig. Die Stadt ist aber auch verwirrend. Die Autotür sieht auch so aus, als könnte man mit der interagieren, ne? Kennst du dann die Passage mit dem Labyrinth überhaupt? Die ist auch berüchtigt. Wenn die nach dem Quicksilber-Rätsel kommt, dann tatsächlich nicht. Ich habe es nie weitergespielt bis dahin. Das war so ein Spiel, das mich damals sehr fasziniert hat und ich habe das sehr oft immer wieder neu angefangen und immer wieder die Anfangspassagen gespielt. Aber Labyrinth kenne ich. Frankenstein-Gärtner mit Kettensäge, der kommt doch schon ganz am Anfang, der kommt ja schon ganz früh, die kenne ich doch. Aber das ist ja schon, bevor man überhaupt ins Schloss kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder kommt der nochmal? Verzeihung, aber das wollte ich gerade sagen. Das fand ich bei Castlevania schon so crazy, dass gleich am Anfang, ne, es ist Magie, es sind Skelette, es ist alles so Vampir-Blabla, alles cool. Und plötzlich kommen Skelette mit Motorrädern und dann kommt Frankenstein mit einer Kettensäge und es eskaliert so schnell. Das Spiel dreht so schnell durch, Castlevania 64. Das mag ich. Okay, jetzt brauchen wir nur noch das Mixed Oil, aber ich weiß halt nicht, mit was ich das Maschinenöl mixen soll. Vielleicht mit Schrotflintenpulver. Nee. Hey, sag mir, was ich als nächstes tun soll, Mikael. Appears to be in pain and suffering. Das ist nicht schön. Gucken wir mal, ob noch jemand da ist. Du musst noch zum Zeitungsgebäude. Ah, okay. Ich schau gleich mal. Ich studiere gleich mal die Karte. Gucken wir mal. Werden wir schon finden. So. Irgendwie kann ich auch rauszoomen, aber ich... Steuerung, ey. Keine Ahnung. Okay.
Hier ist die verrostete Tür. Moment mal, warum ist denn der Raum hier so dunkel? Da waren wir. Das ist das Restaurant, oder? Habe ich im Restaurant einen Raum übersehen, in dem wir hätten gehen können? Gehen wir mal nochmal zurück, schnell. Ist ja seltsam. Warum hier diese Barrikaden sind? Ah ja gut, wahrscheinlich weil halt die Umbrella-Söldner das hier so errichtet haben, ne? Als Verteidigung macht das Sinn. Und dieser Gulli sieht auch komisch aus. Alles so, Raccoon City ist so weird. Du musst irgendwo mehr Benzin finden. Das große Feuer, wo die ersten Hunde kamen. Was? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich gehe jetzt mal nochmal ins Restaurant. Weil da sieht so aus, als wären wir in einem Raum nicht gewesen. Was ich irgendwie sehr komisch finde. Was ich noch sagen wollte, ich schaue künftig wahrscheinlich öfter bei deinen Streams vorbei. Wenn du meinen Namen richtig aussprechen willst, reicht ein bayerisches Groan. Wie wird denn aus Blitzokrone Groan? Aber okay, ich kann dir nichts versprechen, ob ich mir das merken kann, aber ich tue mein Bestes. Er hat sich stets redlich bemüht. Krone auf Bayerisch. Groan. So. Okay. Gucken wir mal. Also hier oben ist das brennende Gebäude. Da müssen wir ziemlich sicher nicht mehr hin. Das können wir abhaken. Da gibt es auch nichts mehr. Denke ich mal. Genau, ich gehe mal nochmal rein. Aber keine Ahnung. Ich schätze mal, dass das, weil der Raum so dunkel ist, ne? Also sieht fast so aus, als wäre ich da noch nicht gewesen. Vielleicht ist die Mischung im Umbrella-Verkaufsbüro-Lager. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Ihr überfordert mich mit euren spezifischen Ortsangaben. Okay, der Raum sollte angeblich... Warte mal, das ist einfach nur... Ist das nur die Leiter nach unten, die mir da angezeigt wird? Ja, da war ich aber schon. Ich gehe mal nochmal runter. Ja, gucken wir mal. Vielleicht ist das alles Öl, Claire. Chill. Vielleicht ist das gar nicht Wasser, sondern Öl. A Freezer. Der sieht aber auch so aus, als müsste der aufspringen, dass irgendwas rauskommt, oder? Ha, naja. Gut. Dann sind wir hier, glaube ich, doch fertig. Wir brauchen jetzt, wenn ich das richtig sehe, nur noch irgendwas, mit dem wir das Öl mischen können. Und dann können wir hier nämlich abhauen. Mit der Bimmelbahn. Hier die Lampe, da ist es Öl in der Lampe. Tja, hätte ja sein können. Schade, schade. Der Freezer zeigt mir die kalte Schulter. Ja. Okay, das ist das, das ist das. Der einzige Raum, wo wir jetzt noch nicht waren, hier in Downtown, ist dieser verrostete Raum. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir den entrosten können. Wir haben ja kein Entrostspray oder irgendwas gefunden. Oder? Nee, ich wüsste nicht, wo.
Ich geh mal in Safe Room und wir gucken mal in die Kiste, aber das wüsste ich, glaube ich. Du musst den Nippel durch die Lasche ziehen. Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Das haben wir noch nicht versucht. Das ist eigentlich immer die Lösung, glaube ich. 42 Mal das Ganze. Soll in den Wohnvierteln von Raccoon City sein. Schraubenschlüssel mitnehmen für den Schlauch. Ah, das ist ein guter Hinweis, Frankie Tanky. Ah ja, genau, sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, warum das Spiel uns den noch behalten lässt. Aber der Schlauch war ja mit Bolzen festgemacht. Genau, das hatte ich schon ganz vergessen. Könntest du nicht auch noch relativ am Anfang ein Feuer... Genau. Genau, alles klar. Die Bolzen am Feuerwehrschlauch, die hatte ich komplett vergessen. Das ist natürlich gut. Sehr schön. Wir haben wieder ein Ziel vor Augen. Wie Krone, nur mit G statt K, also bayerische Aussprache. Du hast es Englisch ausgesprochen. Na gut. Grown. Gibt es da so einen großen Unterschied zwischen grown und grown? Es ist sehr ähnlich. Danke für die 100 Bits. Für die 101 sogar. Grown. So. Wo war jetzt der Feuerwehrschlauch? Ich glaube, der war noch relativ weit, ne? Da müssen wir, glaube ich, sogar wieder nach Uptown oder zumindest Richtung Uptown. Hallo, langer Lachs. Nein, die Krone zum Aufsetzen. Ja. Das weiß ich. Ach so, du meinst wegen der englischen Aussprache Crown. Crown. Ich sag's schon wieder. So. Ich glaube, Landsquid checkt heute nicht mehr. Was denn, den Namen? Hä? Nee, dann check ich's wirklich nicht, wenn das jetzt wieder nicht gestimmt hat. Oh! Guck, das ist ein Brainsucker. Das ist kein Drain Daimos, sondern ein Brainsucker. Das sind die mutierten Nachkommen. Ne, wahrscheinlich, ich bin mir sicher, viele haben das durchgespielt und denen ist nicht aufgefallen, dass das unterschiedliche Monster sind. Na gut, guck, die wobbeln so komisch rum. Und die sacken mehr Brain irgendwie. Ich weiß überhaupt nicht. Ich stehe anscheinend auf dem Schlauch. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr von mir wollt. Wie spricht man denn auf bayerisch Krone aus? Der Kini hat sei... Ich würde die ehrlich gesagt Krone auf bayerisch aussprechen. Oder habe ich mich verlesen? Habe ich mich verhört? Wie Krone? Wie Krone mit G statt K? Also bayerische Aussprache. Ja. Ach so, warte mal. Würdet ihr... Aber auf bayerisch würde ich doch nicht Krone sagen, oder? Ich würde eher Kron sagen. Kron oder Kron. Der Kini hat sein Kron auf. So würde ich sagen. Aber doch nicht Krone. Ich finde Krone ist gar nicht bayerisch. Krone, einfach nur Krone. Okay, ja dann. Alles gut, das habe ich verstanden. Mich hat die bayerische Aussprache, glaube ich, verwirrt. Ich würde da wirklich nicht auf bayerisch Krone sagen. Du kommst doch aus Passau. Ja, ja, eben. Aber deswegen, ich würde auf bayerisch doch nicht Krone zur Krone sagen. Ehrlich gesagt. Ha, naja.
Aber dann haben wir das Missverständnis gelöst. Einfach nur Krone mit G. Gut, ich habe alles dabei. Ich speichere nochmal. Gerade fast wie bei Deponia. Ach so, ein Plan. Das klingt wie Plan. Aber wenn du Plan meinst, ich hab Deponia nicht gespielt, deswegen kenne ich das auch nicht. Laufe ich noch richtig zum Feuerwehrschlauch? Ich denke schon, oder? Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter. Ich glaube, der war wirklich noch in Uptown. Das ist halt null bayerisch, ne? Ich finde auch. Aber es gibt ja auch im Bayerischen so viel teilweise sehr stark voneinander abweichende Sub-Dialekte und Variationen. Ich meine, meine Uroma hat ein komplett anderes Bayerisches geredet als ich. Die hat Worte benutzt, die kannte ich nicht oder kenne sie nur durch sie. Und ich habe eben in Passau ursprünglich gelebt und irgendwie ein paar Kilometer von Passau entfernt war Freyung. Und Freyunger haben schon wieder komplett anders geredet wie Passauer. Ich hatte teilweise echt Probleme, Freyunger zu verstehen. Und da lag halt wirklich ein Wald dazwischen, kleiner. Das ist halt echt... Die haben dann so Sachen gesagt wie Oftat. Und ich verstehe bis heute nicht so hundertprozentig genau, was Oftat bedeuten soll. Ich glaube, einfach nur dann. Die haben gesagt, Oftat geh zum Bäcker. Und das war dann immer, ich glaube, es heißt einfach nur danach oder sowas heißt Oftat. Aber was soll das? Warum sagt man Oftat? Wenn man danach oder dann meint. Kann man das mal jemand erklären? Oft bin ich zum Bäcker gegangen und hab mir ein paar Semmeln geholt. Das war jetzt fast ein bisschen mehr österreichisch drin, ne? Weiß nicht, woher das kommt. Hallo, Sven. Ich sehe gerade unendlich Speicherung. Was ist denn da los? Hä? Verstehe ich nicht, was du meinst. Ich spiele im Emulator und kann mit den F-Tasten speichern, wann ich will, falls du das meinst. Deswegen. Oh nein, da ist noch ein dritter. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Mit der Wendegeschwindigkeit von Chill ist das teilweise gar nicht so leicht, die hier alle zu treffen, wenn man so in die Ecke gedrängt ist. Ich wohne in Franken. Das ist heftiger Unterschied zu Bayern. Ja, ja, klar, so Niederbayerisch ist ja nochmal ganz was anderes wie so Fränkisch oder so. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Und ist ja im Grunde, ne, ja... Jetzt bist du am Schlauch vorbei. Ah, okay. Komm aus Wegscheid. Ja, das kenne ich natürlich auch. Alle 10 Kilometer anderer Dialekt. Ja, das mit Oftat sagen wir auch. Heißt Oftat, dann kannst du es mir sagen, heißt Oftat so viel wie... Ich gehe jetzt oft. Heißt einfach nur, ich gehe jetzt dann. Ja, genau, ne? Dann. Habe ich mir schon gedacht. Ja, ja. Okay, wir sind am Schlauch. Ah, ich weiß, wo der Schlauch ist. Alles gut. Ich habe es auf der Karte, glaube ich, erkannt. Aber warum sind dann da wieder Hunde? Müssen wir da auch nochmal irgendwann zurück? Werden wir rausfinden. Nee, das ist schon lustig. Ich überlege die ganze Zeit, was meine Uroma immer gesagt hat. Da gab es ein paar Wörter, die fand ich so lustig und finde die bis heute so lustig. Und die kennt niemand mehr. Aber mir fallen die gerade nicht mehr ein. Das waren so Wörter für so geläufige Alltagsgegenstände, wo es immer wieder zu lustigen Missverständnissen kam. Aber gerade kann ich mich leider echt nicht mehr erinnern, was das war. Ah, vielleicht fällt es mir noch ein, dann sage ich es euch. Das waren lustige Wörter. Irgendwie ist der Schlauch weird, ne? Da stimmt irgendwie gar nichts mit dem Schlauch.
Du könntest halt zu Dario zurück oder wie der Typ am Anfang hieß. Deswegen sind auf dem Rückweg viele Gegner. Okay. Ursprünglich, das sieht man noch an Items, die aus dem Spiel geschnitten wurden, war das Rätsel scheinbar anders und sehr viel länger geplant mit dem Feuerwehrschlauch. Man musste tatsächlich verschiedene Teile vom Feuerwehrschlauch erst finden, um den zu kombinieren. Und es gab anscheinend in der Stadt auch Bereiche, die nicht zugänglich sind. Es gibt da ein Screen, der ist im Spiel mit einer hochgezogenen Feuerwehrtreppe, so Außentreppe. Und es gibt quasi in den Game-Files Screenshots, wo die Treppe heruntergefahren ist. Also hier war tatsächlich geplant, dass das ganz anders läuft. Also dass das Rätsel scheinbar komplexer ist und dass man mehrere Teile des Schlauches sammeln muss. Aber jetzt weiß ich nicht, welches Feuer ich jetzt eigentlich lösche, ehrlich gesagt, mit dem Schlauch. Jetzt zurück da, wo jetzt die Hunde waren. Ach so, na dann erklärt das, warum da Gegner waren. Alles klar. Kriegen wir schon hin. Hallo Krähen. Was geht mit euch? Warte mal kurz. Hier durch. Aha, alles klar, hab schon. Die Karte. Die Karte ist eh recht gut in dem Spiel. Ich mag die Karte, wie sie sie in den moderneren Spielen gemacht haben. Hat das schon das Remake vom ersten? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich finde das sehr schön, wenn farblich hervorgehoben wird, wenn in Räumen noch was zu tun ist und welche Räume wirklich schon erledigt sind und so weiter. Das mag ich schon gerne. Das finde ich gut. Das verhindert eben auch, dass man so ein bisschen ziellos durch die Gegend rennt, wie es einem halt früher in den älteren Teilen gehen kann, wenn man sich nicht auskennt. Aber grundsätzlich ist die Karte im Grunde schon seit dem zweiten Teil sehr gut. Im ersten, muss ich sagen, bringt mir die Karte irgendwie echt gar nichts. Da hätten die sich auch die Karte von mir sparen können. Aber seit dem zweiten ist die Karte schon echt gut. Und meistens hilft es, wenn man einfach mal nochmal auf die Karte guckt und dann findet man schon raus, wo man wahrscheinlich ungefähr hin muss. Tada, Schlauch brauchen wir auch nicht mehr. Beim Schlauch werden wir nicht mal gefragt, ne? Da hat jetzt, glaube ich, Chill einfach so lang gelöscht, bis der in ihren Händen einfach zu Staub zerfallen ist und gleich noch so vom Rest Wasser weggespült. Einfach so, pff, und der Schlauch war weg. Nice. Hallo, Herr Polizei. Nehmen wir mal ein bisschen blaues Kraut mit. Weil warum nicht? Bis jetzt haben wir immer noch keine Gegner getroffen, die vergiften können. Wobei, ich bin mir gerade bei den Drain Dimers oder Brainsuckern ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob die nicht vergiften könnten. Ich glaube nicht, oder? Deswegen wundert es mich, dass so viel blaues Kraut da ist. Aber vielleicht können die giftig sein. Aha! Oh nein! Weil wir vom Teufel sprechen gerade und so. Ah. Die sehen auch, also ein bisschen lustig sehen die schon auch aus, wenn die auf zwei Beinen rumgehen, oder? Vergiftet sind wir trotzdem nicht. Okay, wir haben eine nicht verrostete Kurbel gefunden. Ich frage mich, ist das vielleicht einfach eine Sprengladung, die irgendwie von Umbrella oder so positioniert wurde? Es ist schon auffallend, dass es hier nochmal so ein Ding gibt. Na komm, ich will mal testen. Na, dann testen wir halt jetzt. Ich glaube, das kommt nicht mehr, das Ding. Ups, wir haben uns gerade ein bisschen selber gesprengt. Oh mein Gott, wir haben uns gerade an den Rande des Todes gesprengt.
Und Wetten, genau. Und Wetten, ihn hat's gar nichts getan. Gut gemacht, Chill. Good game, Chill. So, dann gehen wir da mal in die gute Stube. Ja, ja, ne, das war schon, habe ich mir schon gedacht auch. Sehr rot. Aber dass sie so einen Radius haben, hätte ich nicht gedacht. Kill me. I finished. Not human. Wait, we don't have to do this. Please hurry. Before I lose consciousness. Before too late. Kill me! Yeah! Murphy! Why? No. No. Carlos! Carlos! Es gibt übrigens nur jetzt, bis Ende des Monats, limitierte Holy Energy Drinks, die ziemlich cool sind. Bärengeschmack, also Waldbären, Waldmeister und mein persönlicher Favorit, Kaugummi. Butterfly Bubblegum. Das riecht und schmeckt einfach wirklich wie diese weirden, pinken Kaugummis aus der Kindheit. Und ich find's großartig. Ich bin ein riesen Fan davon. Ich find's echt schade, dass es die Geschmacksrichtung nur als Energy gibt, weil da trinke ich halt nur einen pro Tag, maximal zwei manchmal, damit ich koffeinmäßig nicht so übertreibe. Aber das schmeckt, ja, so, na, Hubba Bubba, weiß ich nicht. Eher so diese, weißt, diese Fäden, diese langen lila Kaugummis, die man aus dieser Rolle so rauszieht. Weißt du, was ich meine? So in die Richtung geht das so ein bisschen. Wenn es das als Eistee gäbe, ich würde mich reinsetzen. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Carlos. Before you begin. Warte mal kurz. Bevor du deine neue Stelle antrittst, möchte ich dir ein bisschen Rat geben. Einige medizinische Utensilien im Vorratslager sind instabil, was ihre Qualität angeht, und werden sich bei einem bei Temperaturschwankungen auflösen. Deswegen solltest du die Temperatur im Storage Room immer auf der gleichen Ebene halten. Das solltest du täglich überprüfen. Der Computer überprüft das aber auch rund um die Uhr. Aber Maschinen sind nicht perfekt. Versuch dir ins Gedächtnis zu rufen, dass eine Maschine nicht mehr als ein Werkzeug ist, das von Menschen genutzt wird. Mein Gott, ist der theatralisch dafür, dass er ein kleines Tutorial schreibt, oder? Gibt es von Durstlöscher? Das kenne ich tatsächlich nicht. Was ich von Durstlöscher sehr gern mag, ist Melone, Wassermelone. Das finde ich geil. Aber den Bubblegum kenne ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Okay. You must check all personal coming and going. Du musst persönlich überprüfen, wer den Storage Room betritt und wer ihn verlässt. Viele gefährliche Drogen werden da drin gelagert. Wenn irgendwelche davon verloren gehen, haben wir ein ernsthaftes Problem. Die Tür zum Lagerraum muss immer verschlossen bleiben. The hand in der Documents. Also, wenn Personal den Laden betritt, muss man ihnen die Dokumente immer aushändigen oder so. And above all else, remember that if you find... Und wenn du irgendetwas Verdächtiges findest, das ist vielleicht das Wichtigste, dann kontaktiere sofort den Boss.
Wenn du das Passwort für die verschlossene Tür vergessen solltest, erinnere dich ein Wort, das jeder kennt. Okay. Don't forget that once a new product is shipped, wenn ein neues Produkt geliefert wird, wird das Passwort wieder aktualisiert. Du kannst das Passwort immer vom PC-Terminal aus für den Administrator eingeben. Okay, was für eine weirde Notiz, oder? Was für eine weirde Notiz. Naja, Black Devil, Solail und New F oder so. Dankeschön fürs Reinfolgen übrigens. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, das ist halt das Ding. Der Durstlöscher ist sehr geil. Ich mag das auch gerne, aber das ist halt wirklich einfach flüssiger Zucker, den man da trinkt. Deswegen ist es ja auch so geil. Aber das muss man halt in Maßen trinken. So einen zuckerfreien Holy Ice-Tee mit Kaugummi-Geschmack würde ich mir reinschütten wie sonst noch was. Okay, cool. Gut, dass wir die Werbung gesehen haben von Safe Spirin. Mal gucken, was noch so läuft. Schade. Safe Spirin. In Store Now. Soll ich das... Ist das das, was ich hier Dingsy geben soll, damit der nicht mehr so verblutet oder so? Weil nicht. Hattest du zufällig noch Munition dabei? Schade. Okay, Business Fax. Bestellungsformular. Die flüssige Medizin mit dem Namen VTJ98 is suitable to cultivate the NET-Type Virus. Kann benutzt werden, um den NET-Virus herzustellen. Deswegen brauchen wir viel mehr davon. Gezeichnet UE Sixth Laboratory. Okay. Jo, mach's gut, Krone. Jetzt, das kann ich mir jetzt wahrscheinlich merken, tatsächlich. Normalerweise vergesse ich immer wieder, wie ich euch aussprechen soll, aber nach der Eskapade, die wir heute hatten, kann ich mich, glaube ich, an Krone erinnern. Oje, oje, oje. Also, jetzt gucken wir mal. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen. Okay, wir müssen an den Computer. Wir müssen da ein Passwort eingeben, ein Wort, das jeder kennt. Please enter password and then press the return key. Was ist das Passwort? Ein Wort, das jeder kennt. Warte mal kurz, ich muss noch mal kurz in die Files gucken. Don't forget that once a new... Nee, warte mal. Bla, 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 bla. If you forget the password to lock the door, try and remember that it is a word that everyone is familiar with. Okay. Nein, Vampire Girl. Nicht so stark Backseat Gaming hier. Wenn ich nachfrage, gerne. Aber bitte nicht ungefragt. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwas hier im Büro sein muss, weil ne, jeder hier im Büro kennt so ungefähr. Nein! Alle spammen den Chat mit der Lösung voll. Ruhig bleiben, Leute. Nie wirklich. Bitte nicht ungefragt so viel. Backseat Gamen. Aber Safe Sprint. Gut, nehmen wir das. Ich dachte, das ist die Droge, die ich klauen muss. Ist jetzt auch nicht schlimm, keine Sorge. Alles gut. Was ist das eigentlich für ein Fernseher? Warum läuft da eigentlich immer nur diese eine Werbung? Error, ich habe es wahrscheinlich falsch geschrieben. Ja, ich habe irgendwie ein N vergessen.
Ah, ich glaube, ich schreibe irgendwas ganz falsch, ne? Ah, mit F. Aber es passt überhaupt nicht rein. Ich muss noch mal schnell gucken, wie es auf dem Fernseher genau steht. Nein, ich komme nie wieder raus. Doch. Drücken wir noch mal schnell auf die Fernbedienung. Chill. Ah, Safsprin. Okay, super weird. Nicht safe. Alles klar. Safsprin. So, na also. Leider ist mein Inventar super voll, ne? Hm. Na, gucken wir mal. Da ist ja auch Saft drin, ja, wahrscheinlich, von daher. Kann ich da drehen? Das sieht so drehbar aus. Ein Hochtemperatur-Dampf-Dingens. Okay. Aha, was haben wir denn hier? Wir haben hier einmal Pulver. Wir haben einmal das andere Pulver, nehme ich an. Und wir haben Öl. Ich hoffe, ich kann blaues Kraut verschwenden. Ja, gut. Weil ich glaube, wir können wahrscheinlich genau das Öl-Additive einfach nehmen. Und ich hoffe, jetzt einfach mit dem hier kombinieren. Und dann haben wir Mixed Oil. Yeah! Wir haben es geschafft. Nice. Dann nehme ich das hier noch mit. Gunpowder, ey. Nein, da steht wirklich so viel davon. Oh, Mann, ist irgendwo ein Safe Room in der Nähe. Boah, das ist mehr Munition, als wir jemals brauchen. Der Safe Room ist nicht so weit weg. Hey, vielleicht, wenn wir dürfen, wenn jetzt nicht das Ventil platzt. Na nun, was wird denn da geladen für eine Cutscene? Dann kommen wir wieder, hätte ich gerade gesagt. Aber vielleicht tun wir es auch nicht. Ach so, außer ich kann da drauf schießen. Das Spiel macht ja gern so Environment-Fallen. Einfache Jalousien. Na dann kommt her. Schnuppert heißen Dampf, Bösewichte. Glaube ich zumindest. Ich bin mir auch nicht sicher. Gegen meinen Dampf seid ihr machtlos. Ich schätze mal, das wird nicht allzu lange dampfen. Oh, der kriecht unten durch. Nicht schlecht, Zombie. Der hat bei Solid Snake geklaut. Hey, wenn wir noch ein bisschen schießen, haben wir gleich wieder einen Inventarplatz frei, ne? Und umso mehr ein Grund ist, das ganze Pulver mitzunehmen. Der Zombie wollte Limbo spielen. Ja. Nicht schlecht. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, muss ich schon sagen. Ja, komm, ich bring die, glaube ich, dann um, weil ich will ja wieder. Oh ja. Ah, die rücken mir ein bisschen auf die Pelle da hinten. Ah, das ist gemein. Warum kann ich die nicht verschieben? Das ist wirklich mies. Komm mal her jetzt. Komm. Ja. Da. Bam. Ich lege es jetzt wirklich darauf an, dass ich meine Pistole so leer schieße, dass ich einen Inventarplatz kriege dadurch.
Mein Gott, der mit dem grünen Hemd ist aber sportlich unterwegs. Haha. Dammit. So, ist jetzt mal Schluss hier. Dankeschön. Cool, dann haben wir jetzt einen Inventarplatz zumindest schon mal geschenkt bekommen. Dann können wir jetzt doch noch mal schnell... Habe ich gerade die Pistole abgerüstet. So. Dann können wir jetzt doch noch mal schnell eins von den Pulvern mitnehmen. Die hole ich schon schnell. Wir werden sie höchstwahrscheinlich nie brauchen, aber nehmen wir mit. Können Zombies eigentlich riechen? Ich glaube, darüber gibt es keine Lore-Information tatsächlich. Dammit. Aber wahrscheinlich stinken Resident Evil Zombies ein bisschen. Wenn ihr die ehrliche Lore-Antwort hören wollt. Ich kann mir schon vorstellen, weil tatsächlich ja die Haut nekrotisch wird, ne, auch wenn die jetzt nicht wie so Horrorfilm-Zombies komplett verwesen. Im Gegenteil, ne, Muskulatur und vor allem Verdauungstrakt auf Hochtouren. Aber die obersten Hautschichten verwesen ja wirklich. Die sterben ja wirklich ab und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen unangenehm. Aber die sind jetzt nicht so The Walking Dead wandelnde Leichen. Aber das gibt tatsächlich nur sehr wenig Zombie-Szenarien, die auf den Geruch eingehen. Und eigentlich würde das voll Sinn machen, dass man Zombies eben auch riechen kann. Weil wenn die wirklich so nach Fäulnis oder sogar nach so Leichen riechen, ne, dann betrittst du ein Gebäude oder einen Raum und du weißt sofort, dass hier Zombies drin sind. Sollte man eigentlich meinen. Aber vielleicht riecht in den meisten Zombie-Apokalypsen-Welten einfach immer alles nach Zombie. Nach Tod. Nach Verwesung. Oh oh, Rocketto Launcher Tyrant. Er ist schon auch ein bisschen einfach der Undertaker, oder? Oder Kane auch. So, mit dem freien Arm. Der spätere Kane. Der späte Kane. Das sind sehr spezifische Wrestling-Referenzen. Die werden nicht alle verstehen. Macht aber auch nichts. Nein, er hat mich echt umgebracht. Raketenwerfer macht doch ziemlich viel Schaden. Selbst eine Chill hält nicht so viel aus. Aber komm, es geht schon noch, oder? Komm, chill, durchhalten. Eine Rakete schaffen wir noch. Okay, jetzt sollten wir uns, glaube ich, heilen. Jupp, und wie? Ist schon einfach die coolste, oder? Dass sie einfach so einem Nemesis, so einem verbesserten Tyrant, einem verbesserten Mr. X quasi, einfach so im Nahkampf basically begegnet, ne? Und ausweichen und wegrollen und Schrotflinte ins Gesicht. Das macht niemand, macht das. Das macht nicht mal Resident Evil 4 Leon in der Form, wie es hier Chill macht. Schon ziemlich cool, muss man schon sagen.
Ich freue mich schon auf die legendäre Szene. Ich kenne sie natürlich, aber ich habe sie ja basically quasi nie so wirklich gespielt selbst. Es ist wirklich auch früher damals, als ich es einmal durchgespielt habe, auch der Freund von mir die meisten Passagen oder viele gespielt. Wir haben uns so durchgewechselt. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf die Stelle, wo Chill Nemesis einfach so schubst. Einfach so von der Brücke schubst. Die beste Szene überhaupt. Ich liebe es. Warte mal, da standen noch mindestens 4 Dinger rum, ne? Ich pack mal den Kurbel da, die Kurbel rein. Am Ende brauche ich die Kurbel beim Zug. Ja, aber auch vom Zug aus ist der nächste Safe Room nicht weit. Holen wir noch schnell den Stuff, craften uns ein bisschen Munition. Weiter geht's. In Resident Evil 4 kam ja auch kein Nemesis. Ja, okay. Fair point. Aber jetzt zum Beispiel auch der Bürgermeister Mendes, ne? Der ist sehr Tyrant-artig auf jeden Fall. Dem begegnet ja Leon auch nie im Nahkampf. Hat auch überhaupt keine Chance. Chill würde dem wahrscheinlich einfach eine wegducken, Bein stellen und irgendwo die Klippe runterschubsen und... Ich glaube, da sind wir wieder, ne? War nur ein kurzer Ausfall. Alles gut, Leute. Stream war wieder abgeschossen, ja, habe ich mitbekommen. Aber es war nur kurz, ne? Ist alles gut jetzt. Wir sind wieder da. Es ist alles okay. Es war dann noch der Schock von vorher. Ja, so kleine Ausfälle haben wir heute dauernd. Aber ich habe das Gefühl, dass ich da ein bisschen bei meinen Einstellungen rumgetrickst habe. Hat den Stream generell sehr viel stabiler gemacht, ne? Könnte auch natürlich damit zusammenhängen, dass wir jetzt nicht auf YouTube gleichzeitig sind. Testen wir morgen Linda mal. Linda Rex Vaktos ist jetzt ein Birdrider. Yay! Slender Rex! Vielen, vielen Dank für den Prime Sub im 2. Monat. Das freut mich sehr. Ja, das hatten wir vorher auch schon, Steffi. Aber das waren bis jetzt wirklich. Wir streamen jetzt seit einer Minute. Ja, klar. Die Zeit wurde resettet. Jetzt weiß ich es nicht. Ja. Okay. Wir sind wieder da, ne? Hallo? Okay. Ja, wir sind wieder da. Aber hey, whatever, haben wir halt nochmal, haben wir ein paar kleine Ausfälle. Aber solange es nur so kleine Ausfälle sind, ist ja alles nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich bis 10 Uhr machen. Ich wollte eigentlich um 10 Schluss machen. Aber es macht mir gerade Spaß, ne? Jetzt gucken wir mal. Spielen wir noch ein bisschen weiter. Dein Provider will dir sagen, dass du Schluss machen sollst. Dein Provider kann mich mal. Der soll mir erstmal so stabiles Internet providen. Vorher darf der sich nicht mal Provider nennen, sondern so mehr oder weniger wird schon passen Pusher. Der soll erstmal providen. Nee, wie gesagt, es könnte sein, dass es vielleicht auch mit dem Kabel zusammenhängt. Das ist schon ein bisschen älter und runzlig. Das ist ein sehr langes Kabel, das ich auch brauche. Insofern, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ich weiß es nicht. Nee, nicht Telekom, sondern wirklich ein relativ... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal den Namen, weil das so ein relativ kleiner Provider ist. Der einzige, der uns hier einigermaßen anständiges Internet besorgen kann. In Exio oder so heißen die, glaube ich. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie eine Goth-Band, wie eine Goth-Metal-Band. In Exio. Oder so diese Vermischung von Rock und Volksmusik. So stelle ich mir das vor. Eine Band, die In Exio heißt. In Extremo, deswegen wahrscheinlich, genau. Ja, deswegen wahrscheinlich die Verbindung, da hast du recht. In Exio mit ihrem neuen Song Dreams of a Thousand Warriors.
Ich habe keine Ahnung, Steffi. Ich weiß nicht. Ich glaube, allzu lang machen wir es heute nicht mehr. Ich bin jetzt ganz froh, dass das, was ich an OBS ein bisschen rumgebastelt hat, scheinbar schon für Stabilität gesorgt hat. Ich bin nicht so froh, dass es scheinbar halt auch nur im begrenzten Maße Stabilität ist. Aber ein bisschen machen wir jetzt noch. Auf jeden Fall crafte ich jetzt mal ganz viel Munition. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie man das jetzt genau macht. Ich nehme jetzt mal hier. Ah, okay, warte mal. Ich kombiniere A und B zu C. Ich verstehe jetzt, wie es geht zumindest. Ah, da haben wir Granaten draus. Und was wird aus B? Genau, ich will eigentlich ganz viel Schrotmunition. Wir craften uns jetzt mal sehr viel Munition zusammen. Meine Güte, habe ich viel Pulver. Können wir mal ein bisschen rumexperimentieren? Am Anfang habe ich ja sogar eine Anleitung bekommen, was ich alles mit was vermischen kann, ne? Oh, Doppel-A. Nanu, okay. Kann ich auch C? Oh, wow, B. Wow, das... Was? Ah, sehr effektive Waffen gegen lebende Dinge, Leute. Nice. Kann ich auch Triple-A machen? Wow. Was wird denn aus Triple-A? Aha, sehr viel Pistolenmunition. Ich verstehe. Eisgranaten herstellen. Hm. Ich glaube, ich bin... Das war's, glaube ich, ne? Aktuell. Ah, hier haben wir noch ein B-Fuderchen. Kann ich auch Doppel-A und B kombinieren? Ja, das geht auch. A, A, B. Was kriegen wir da? Aha, sehr viel Schrotflintmunition. Ist nice. Wir finden bestimmt noch viele andere Sachen. Genau, Barrys Waffe haben wir jetzt auch. Ich bin mal gespannt, ob mich der Holy-Kram überzeugen kann und ob ich... ob im ersten Türchen auch was zum Trinken drin ist. Das erste Türchen haben wir im Stream schon aufgemacht. Wenn ich dich spoilen darf, dann kann ich es dir sagen. Aber ich sag mal so, ne, ohne jetzt zu spoilen, aber es ist im ersten Türchen natürlich, macht ja auch Sinn, erstmal alles drin, was man so braucht, ne? Also, da musst du dir keine Sorgen machen. Ja, der Adventskalender ist natürlich schon auch gut, um sich mal durchzuprobieren, ne? Hast du dir wirklich den großen geholt oder den kleinen? Ich muss schon sagen, der freut mich schon, der große Kalender da hinten. Finde ich schon sehr nice. So, jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen Munition, ne? Das ist schon mal gut. Ich nehme mal die Kurbel wieder mit. Ich habe so ein Gefühl, dass wir die bald brauchen könnten. Ich speichere auch mal wieder richtig. Und den Rest lasse ich jetzt erstmal hier. Es schmeckt jedenfalls nicht nach diesem Zuckerersatzstoff. Na, das ist auch wirklich, was mich an Holy so wundert und was ich auch echt gut finde. Dass, irgendwie schaffen die es, dass die zuckerfrei sind, trotzdem sehr süß, aber eben nicht nach diesem Süßstoff schmecken. Ich hatte jetzt vor kurzem auch mal Gönnergy, diesen Energy Drink von Montana Black, ne? Und den wollte ich auch mal probieren. Leider gab es ausgerechnet die Geschmacksrichtung Käsekuchen nicht. Die würde ich echt gerne mal testen, die würde mich interessieren. Aber die anderen beiden konnte ich mal probieren. Und den Tropical fand ich schon ganz nett, aber der andere, der Bären, glaube ich, oder so, Gönnergy, der hat wieder voll nach diesem Süßstoff geschmeckt und so intensiv, ekelhaft süß. Ja, genau, ne, finde ich auch viel zu süß. Käsekuchen will ich trotzdem mal noch probieren, aber das ist mir zu intensiv nach diesem komischen Süßstoffgeschmack. Und das hat Holy eben wirklich gar nicht. Das wundert mich auch. Ja. Den großen hast du auch, okay, cool.
So. Wir haben jetzt hier die Kurbel. Wir haben ein Bronzebuch, das offensichtlich nicht aus Bronze ist. Genau, ich will jetzt unbedingt heute noch mit der Straßenbahn fahren. Noch mit der Bimmelbahn. Ich würde sagen, wir fahren mit der Bimmelbahn und dann gucken wir, wann der nächste Safe Room kommt. Und da machen wir dann Schluss für heute. Wahrscheinlich dauert es jetzt 14 Stunden. Dann müssen wir jetzt wieder hier hoch. Pass auf, dass die sich nicht verfährt. Ich glaube, in real life würde ich schaffen, dass ich mich selbst mit einem Gefährt, das auf Schienen befestigt ist und nur in eine Richtung fahren kann, verfahre. Garantiert. Easy. Das schaffe ich ganz leicht. Da lang. Das ist der Deutschen Bahn ja mal wirklich passiert. Okay. Wie? Wie geht das? Aber ich glaub's. Ich glaub's. Ich glaube, der Deutschen Bahn ist wirklich schon alles passiert oder wird noch alles passieren, was irgendwie passieren kann an Fehlern und Bullshit. Uh-oh. Das ist eine angemessene Reaktion. Sie wirkt leicht genervt. Ach, warum vibriert denn hier schon wieder alles? Wie nervig. Uh-oh. Jetzt musst du dich entscheiden. Jump off. Climb up. Wahrscheinlich. Oh, das hat funktioniert. Okay. Gut. Na dann. Dann ist ja gut. Das war gerade ein sehr weirder Quick-Time-Event, nennen wir es mal so. Ja, aber stimmt, ne? Stimmt, da ist der Wurm drin, weil du es gerade schreibst. Das könnte natürlich so ein kleiner Hinweis auf einen gewissen Gegner sein, der uns noch bevorsteht. Das stimmt. So ist es wahrscheinlich auch gedacht. Oh, wir sind auch so weit. Und ich muss alle 2 Minuten auf die Karte gucken, weil ich echt keinen... Diese feststehenden Kameras, ne? Ich habe ja eh keinen guten Orientierungssinn. Aber die feststehenden Kameras in so klassischen Survival-Horror-Spielen sorgen dafür, dass ich mich wirklich gar nicht auskenne. Noch dazu, beim Stream ist es noch schlimmer, weil ich mich natürlich weniger auf die Spiele konzentriere, wie wenn ich die privat spiele. Das kommt natürlich noch dazu. Die Deutsche Bahn hat es geschafft, ihre Apps, die davor schon nicht gut waren, noch schlechter zu machen. Und jetzt muss man die Züge immer neu eingeben und kann nicht mehr normal aktualisieren. Aber das ist was, das kenne ich tatsächlich, glaube ich, von fast allen Firmen. Wie es ohne Witz, ey, wie es Apple geschafft hat, dass die von der absoluten Nummer 1 Podcast-Abspielplattform durch
Podcast-App-Updates, die die Podcast-App immer schlechter und kaputter und nutzloser machen, nach und nach so zu zerstören, dass sie jetzt quasi keine Rolle mehr spielen, wenn es um Podcasts geht. Das muss man echt erstmal schaffen. Aber es ist wirklich schlimm. Die Sony-Podcast-App, Sony sage ich schon, die Apple-Podcast-Standard-App, die benutzt kaum noch jemand. Ich benutze sie noch. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Aber die ist einfach so schlecht geworden und die wird mit jedem Update schlechter. Bei jedem Apple-Update habe ich Angst, dass sie jetzt wieder irgendwas noch ein bisschen kaputter machen, als es eh schon ist. Naja. Stars. Oh, du schon wieder, ey. Wir haben doch gerade erst getanzt. Weißt du was? Irgendwann ist auch mal Schluss. Diese sinnlosen Verschlimmbesserungen, ich hasse es auch, ich hasse es auch. Ja, sowas ist immer echt nervig, ne? Naja. Oh oh. Mir geht's mittlerweile auch so, wie du schreibst, Vampire Girl. Ich habe mittlerweile schon Angst davor, wenn wieder irgendein System-Update für irgendwas kommt, weil ich immer davon ausgehe, dass es jetzt wieder irgendwie schlimmer oder schlechter wird oder nicht mehr funktioniert. Und meistens passt ja eh alles. Meistens kriegt man eigentlich gar nichts davon mit. Die reparieren irgendwelche Bugs, die man im Idealfall eh nicht hatte. Und alles ist gut. Aber ab und zu ist es halt einfach so. Kann ich hier schon gegen den kämpfen eigentlich? Jetzt ist er wieder weg. Oh oh. Au. Au, warte mal. Hey, 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 hey. Ruhig. Oh nein, das ging jetzt aber schnell. Das geht in dem Teil, ich habe das Gefühl, aber vielleicht bilde ich es mir nur ein, dass das in dem Teil sogar noch schneller irgendwie geht. Das von Gelb, Caution bis Tod. Ich denke mir immer, ich gucke immer nach und denke mir, ach, alles chillig, wir haben noch genug Energie und dann werde ich noch zweimal getroffen und bin tot. Da sind wir so, wow, that escalated quickly. Na gut. Hallo, Bolail, wie geht's? Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich will die Cutscenes skippen. Ich will keine Cutscenes zweimal sehen. Das ist für mich immer die schlimmste Strafe, wenn man in dem Spiel stirbt. Es ist alles in Ordnung, aber Cutscenes. Ah, man kann skippen. Dankeschön, das ist nett. Puh. Okay, ich speichere mal. Da. Ich bin schon weg. Moment mal, warum habe ich überhaupt keine Waffe ausgerüstet? Nanu. Das lief sehr viel besser als beim ersten Mal. Sehr viel besser. Nix da, Wurm. Solail und Bolail. Stimmt. Ist das Absicht? Kennt ihr euch? Das ist ja lustig. Das machen wir jetzt neuerdings auch so. Wir gucken ja jetzt immer von Panikfeders GTA-Roleplay.
Und da sitzen Merlin und ich immer unten auf der Couch. Auf dem Fernseher läuft der Stream, aber wir beide sind mit unseren eigenen Profilen am Handy angemeldet, damit wir mitchatten können quasi. Das ist schon sehr cool. Oh nein! Ach so, stimmt ja gar nicht. Ich dachte, ich hätte ein Medikament für dich gefunden, aber ich habe mich vertan. Ich habe gar nichts für dich. Tut mir leid. Das war ein Denkfehler. Das war nur ein Passwort und keine Medizin. So, meine Güte, die ist aber auch sehr speziell, die Trambahn. Aber das haben wir schon gelesen in der Notiz. Carlos, I'm sorry about Murphy, but there was nothing you could have done. Yeah, you're right, Jill. Dann ist es echt ein lustiger Zufall, oder? Dass sie so ähnlich heißt. Oder ist das irgendeine Referenz, die ich nicht verstehe? Nikolai won't be joining us. Come on, let's go. Let's go! It's a me, Chilio! Es gäbe noch ein paar Buchstaben im Alphabet für Mario-Klone. Also chill, du könntest dich noch bewerben. It's looking good. Blau ist auch noch nicht vergeben als Mario-Klon-Farbe. Jetzt wird es immer schneller und schneller und hört nicht mehr auf zu beschleunigen. Lächerliche Geschwindigkeit. Mikhail! Bleib du ruhig hier, ich geh mal nachsehen alleine. Mikhail! Chiluigi! Schnell aufstehen, weil ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz deine Lebensenergie checken. Sieht meiner Meinung nach echt noch gut aus, aber ich lerne dazu. Es lernt dazu. It's evolving. Okay, Mikhail. Es war erfahrungsgemäß nur die erste Phase. Das macht er immer. Ja, ne, der sitzt da mit seiner Maschinenpistole am Boden und guckt zu. Get out of the cable car, now! Mikhail, wait, don't! Get out of here! Hurry! Man hört wieder, es ist doch zum Verrücktwerden heute, oder? Oh Gott, ist das nervig. Hallo, hi Frau Dunkelgrün. Mensch, der Stream heute ist verhext. Und das Witzige ist, jetzt sind wir auch wieder auf YouTube online. Keine Ahnung, warum das jetzt wieder passiert ist. Für wahrscheinlich ungefähr noch die letzten 5 Minuten. Hi, Gungrave, wie geht's? Schön, dass du noch mit dabei bist. Was? Ihr könnt nichts sehen? Wirklich nicht? Drück mal F5. Bei mir müsste es eigentlich passen. Ich hätte nicht überziehen dürfen, das stimmt. Dann wären wir heute mit dem Gefühl rausgegangen, dass alles gut läuft, ne? Schade. Also sehen müsstest du was können. Genau. Deswegen, die Cutscene, alles gut. Keine Sorge. Achtung, ich drücke F5. Oh! Warte, ich habe aus Versehen im Browser F5 gedrückt. Ich klicke das Spiel an und drück F5. Und dann sind wir wieder in der Cutscene. So, und jetzt, use the emergency brake. Let's go.
Schlimm heute, ne? Wirklich schlimm. Hi, Tommy Piratengirl. Wolltest du hier sagen, hab das Video zu Resi Zero gesehen und wäre mega spannend, die Annie, wie Annie die Punkerin so wäre als Charakter. Ich hätte es auch cool gefunden, die ursprünglichen Konzepte für Annie und Billy. Aber hat nicht sollen sein. Das stimmt, jetzt wo ich versehentlich den Browser aktualisiert habe, läuft es bestimmt. Wie Mikael draufgegangen ist, war auch schon nicht mehr. Ja, das habe ich leider nicht gespeichert. Naja, schade. Aber man kennt ja. Ja, alle Bugs hat mein Rumbasteln scheinbar nicht behoben. Wir haben leider immer noch Ausfälle und so weiter. Bisschen Schwund ist immer, ganz genau. Ich habe auch schon öfter von vielen jetzt gehört, dass Twitch aktuell auch ein bisschen Probleme hat, dass die vielleicht im Backend auch ein bisschen Probleme haben. Ich kann schon sein, dass auch bei mir die Internetverbindung nicht immer stabil ist, aber wahrscheinlich kommt da, ne, da kommt halt viel zusammen wahrscheinlich gerade. Weil wir haben ja hier auch schon öfter erfolgreicher gestreamt als das jetzt heute. Naja. Habe ich mir auch gedacht, falls das jetzt auch im Let's Play nicht reingeschnitten sein, also wie soll ich sagen, falls jetzt auch bei der Videoaufzeichnung die Cutscene fehlt, schneide ich die vielleicht einfach rein. Ist vielleicht ein bisschen weird, weil ich dann nicht mit drauf bin oder so. Die Leute werden verstehen, warum ich das so komisch reingeschnitten habe, glaube ich, mit der Vorgeschichte von dem Stream. Was ist das eigentlich für ein weirder Schlüssel? Wie sieht der eigentlich aus? Warum hat er da so eine kleine... Was ist das? Key Ornament. With a Glock Part. Ja, warum hat es diese Schraube oben? Ich verstehe überhaupt nicht, was das sein soll. Sowas habe ich noch nie gesehen in Real Life. Was denn jetzt schon wieder? Ich wollte hier jetzt speichern. Kannst du jetzt mal aufhören? Ist wie eine Aufziehuhr. Ja, aber ein Schlüssel mit einer Aufziehuhr dran. Warum? Das ist ein Flaschenöffner am Schlüssel. Ich glaube nicht. Da kommt eine Taschenuhr rein, glaube ich. Aha. Gibt es sowas in echt? So. Dann nehmen wir das auch noch mit hier und packen es noch in die Box. Und dann speichern wir noch mal richtig hier. Kapelle 05. Na gut, Leute, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. Beenden wir diesen von Ausfällen und Fehlern übersäten Stream und hoffen, dass es morgen besser wird. Morgen geht's dann erstmal... Ja, genau, morgen spielen wir dann einfach Dino Crisis. Wir haben ja jetzt hier quasi aufgeholt, was wir im Grunde verloren haben durch die Fehler, denke ich. Mehr als ausreichend. Genau, passt. Coolio, danke schön, dass ihr mit dabei wart. Danke für die Bits, danke für die Subs. Danke fürs Dabeibleiben und wieder reinschauen, trotz der vielen technischen Fehler. Und ja, bis morgen. Gute Nacht. Tschüss.